Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 21.10.2014. Die erste Sitzung nach der zweiwöchigen Herbstpause. Die kommenden Wochen bis zum Winter werden, glaube ich, relativ vollgepackt sein für alle. Und ich sehe, wir sind beschlussfähig. Vor Eintritt in die Tagesordnung wollte ich einfach mal fragen, ob jemand anderes heute die Sitzungsleitung übernehmen möchte. Ist es einfach mal so in den Raum gestellt? Oder mir zwischendurch dann assistieren kann? Okay. Wir haben viele kleine Dinge, ein paar Umstrukturierungen auch schon aufgegriffen, Anregungen mehrerer MDL und auch von außen in Bezug auf unsere Diskussion. Es sind beantragt mehrere nicht öffentliche Teile, auch aus, das sage ich jetzt ganz offen, taktischen Gründen. Man sieht das eigentlich sehr schön von den Themen her. Einmal unser klassischer Block für den Bereich Personal und Betriebsrat. Dann einmal für den Bereich NSU. Dann einmal für einen kleinen Bereich der Flüchtlinge. Ich denke mal, der öffentliche Teil wird da deutlich größer ausfallen und einen kleinen Bereich für den Teil der Fraktionsklausuren. Es fehlt ein Punkt, genau, der ist mir sozusagen im persönlichen Gespräch gestern mit dir gerade auch erst wieder eingefallen, aber das ist auch sehr kurz. Da geht es um den LRH, den Landesrechnungshof. Ich denke mal, das dürfte aber maximal 5 Minuten sein. Joachim nickt. Gibt es Dinge, die ich da übersehen oder vergessen haben könnte, aus eurer Sicht, für diese nicht öffentlichen Teile? Okay. Dann würde ich ganz gerne die nicht öffentlichen Teile in 2020-15-7, das ist schon richtig ordentlich, und 5. Es ist halt einfach mal so als Maximalzeitfenster aufgestellt. Lieber, wenn wir uns da kürzer fassen, umso besser. Ist jemand gegen diese nicht öffentlichen Teile? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Richtig, direkt als erstes. Kommen wir dann also zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Daniel, entschuldige bitte. Ich wollte nicht in die nicht öffentlichen Teile reingrätschen, weil meine beantragten Tagesordnungspunkte damit nichts zu tun haben. Ich hatte 3 Tops beantragt, davon finde ich keinen. Ich wollte fragen, wann wir die noch mit einschieben, ob wir die mit einschieben, ob ihr gegebenenfalls im Vorstand was anderweitig besprochen habt, dass die möglicherweise auch obsolet sind. Kai sagt jetzt gerade, er hätte auch noch einen beantragt, der steht auch nicht mit drauf. Reihenfolge ist mir egal, ich finde nur wichtig, dass wir die Sachen irgendwie irgendwann besprechen. Kai, dein Punkt ist mit im Bereich nicht öffentlich, im Bereich Personal angesiedelt. Okay. Daniel, hilfst du mir eben bitte, von wann dein Antrag ist? Ich guck gerade. Ich habe jetzt die Daten der Anträge nicht da. Ich hatte mir nur Notizen gemacht, dass ich sie beantragt habe oder beziehungsweise was ich da beantragt hatte. Das ist einmal der Top-Wahlkampf in Hamburg. Der wäre auch relativ wichtig. Also da fände ich schön, wenn wir den zumindest heute anfangen würden zu besprechen, weil die Wahlkampfaktivitäten da nächste Woche beginnen. Dann hatte ich noch darum gebeten, nochmal über eine quasi Plenumsnachbesprechung zu machen, wobei es mir da zwar zum einen auch um die konkrete Plenarwoche oder letzte Plenarwoche geht, aber eigentlich auch nochmal mehr um das Prozedere, wie wir insgesamt da eine sinnvolle Besprechung dieser Tops mit reinbringen. Da wäre mir egal, das kann auch meinetwegen nicht öffentlich sein, wenn wir der Meinung sind, dass das sinnvoller ist, nicht öffentlich zu tun. Und der dritte war, da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob ihr im Vorstand das schon irgendwie möglicherweise abgefrühstückt habt, das war nochmal Open-Antrag.
Da hatte Nicole ja jetzt zwischenzeitlich auch nochmal eine Mail geschickt mit dem Ablauf. Können wir uns möglicherweise als einzelnen Top sparen? Würde ich nun mit der Frage einmal verbinden, vielleicht kannst du dann kurz was dazu sagen, ob diese Lücke, die da jetzt entstanden ist, ob die künftig nicht mehr entsteht, also dass die irgendwie gedeckt ist. Das war das Einzige. Ich fliege gerade immer wieder ärgerlicherweise aus dem Pad raus, weil ich wollte das gerade unten schon unter Sonstiges auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Ich denke mal, Wahlkampf Hamburg ist ja auch jetzt ganz offiziell die Infoseite gestartet, also auf jeden Fall mit unter Sonstiges rein. Dann die Open-Antrags-Geschichte in Verbindung mit den anderen Tracker-Geschichten, das ist auch mit im nicht öffentlichen Teil, weil es rein interne Geschichten im ersten Sinne sind. Und die Rückbesprechung oder etwaige Verbesserung könnten wir ja vielleicht auch zusammen mit der Fraktionsklausur im Oktober auch als Rückblick mit einbauen. Moni. Ja, ich war ja gestern bei der Vorstandssitzung dabei. Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir doch darüber gesprochen, dass wir über die Sondersitzung und den Plenarrückblick auch im nicht öffentlichen Teil sprechen wollten. Oder erinnere ich mich da falsch? Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ingo, möchtest du? Oh, entschuldige. So, jetzt geht es. Guten Morgen. In dieser Woche beschäftigen uns vor allen Dingen drei Themen. Das sind einmal die Flüchtlinge. Da war ja gestern der Flüchtlingsgipfel. In der Nacht haben wir noch eine Pressemitteilung rausgegeben und Joachim war bei der Pressekonferenz vor Ort dabei. Es sind auch ein paar Artikel dabei, die uns jetzt schon zitieren. Ich rechne mal morgen auch mit einem weiteren Verlauf dieser Berichterstattung darüber. Dann haben wir auch die Warhol-Geschichte noch auf der Agenda. Da wird es heute Nachmittag noch ein Hintergrundgespräch zu geben. Und wir haben unseren eigenen Gesetzentwurf zu der Haltung der gefährlichen Tiere noch in der Agenda. Da die Berichterstattung so ein bisschen abgeebbt ist in den letzten Wochen, haben wir uns da eine kleine nette Aktion überlegt, wie wir darauf nochmal aufmerksam machen wollen. Aus taktischen Gründen kann ich jetzt im öffentlichen Stream nicht ganz so detailliert darauf eingehen, aber da werden wir uns dann sicherlich noch in den nächsten Tagen mit beschäftigen. Ansonsten kurzer Rückblick in den Herbstferien. In der sitzungsfreien Zeit haben wir unsere Internetseite ein bisschen umgebaut. Die Rubrik Inhalte haben wir neu strukturiert. Jetzt liegt es daran, in dieser neuen Struktur auch wieder schöne, neue, frische Infos reinzusetzen. Es hat ja jeder Ausschuss, jedes Thema eine eigene Unterseite. Und es wäre total dufte, wenn wir da die Texte, die bereits vorhanden sind, jetzt aber auch schon mehrere Monate alt sind, nochmal aktualisieren. Von daher ist jeder Ausschuss, jedes Thema gebeten, da mal drüber zu gucken und entsprechende Infos zu liefern. Man muss ja sicherlich nicht für jeden Ausschuss jetzt das Rad nochmal neu erfinden, aber ihn aktualisieren, oben drüber was schreiben und so ist durchaus möglich und vorstellbar. Wer da Hilfe braucht, kann sich gerne an mich wenden und ansonsten würde ich mich freuen, wenn er die Texte einfach an uns schickt und dann stellen wir die online. Und ansonsten, neues Twitter-Passwort habt ihr in den Briefumschlägen vor euch liegen. Michelle kriegt es gleich auch noch und dann haben wir so fast alle verteilt. Und das gilt ab jetzt sofort, ich habe es gerade schon geändert. Und das Letzte ist, Donnerstag bis Montag bin ich nicht im Haus. Wer da also irgendeine Veröffentlichung plant oder heute schon absehen kann, ist herzlich willkommen, sich heute oder morgen dann bei mir zu melden, dass wir es vorbereiten können. Und das war's. Dankeschön. Harald? Hast du für den Teil? Achso, ich dachte jetzt aus okay. Wir hatten halt regulär die Vorbereitung der heutigen Fraktionssitzung weiterhin. Wir haben einen relativ ausführlicheren Personalteil
Und dann hatten wir gestern noch kurz besprochen, ob wir die Protokollierung bei unseren Mumble-Antragsfreitagen vielleicht etwas entspannter auf zielorientiert ausrichten sollten, denn hauptsächlich sind es ja Änderungsvorschläge, Korrekturvorschläge und momentan oder im Augenblick weniger inhaltliche Debatten. Wenn wir mehr inhaltliche Debatten führen, könnten wir überlegen, halt wieder, ja, so wie jetzt Protokolle zu führen. Aber unser Vorschlag wäre, wenn wir wirklich fast ausschließlich mit fertigen Anträgen da hineingehen, dass wir dann mehr oder weniger reine Zielabschnitte protokollieren. Hatten wir uns mal so drauf verständigt. Also das bedeutet, dass wir wirklich dann so wie eigentlich fast wie bisher die reinen Korrekturvorschläge dann einfach sammeln, bündeln und dann auch den Leuten nochmal zukommen lassen können. Und dann haben wir halt noch Teile der Fraktionsklausuren besprochen, die wir dann halt auch nachher im nicht öffentlichen Teil nochmal kurz mit reinbringen wollen. Ja, Daniel. Ja, ich war ja bei der Vorstandssitzung nicht dabei, ich habe nur das Protokoll gelesen. Ich beziehe mich auf das Freitags, auf das Antragsmumble. Also zum einen denke ich, dass ein Protokoll da wichtig ist. Also da, oder angedacht ist das Antragsmumble ja eigentlich, dass wir tatsächlich da über Politisches reden. Und ich finde schon wichtig, dass da auch festgehalten wird, dass vielleicht auch andere Meinungen noch eingeflossen sind in Anträge, vielleicht auch abweichende Meinungen. Das mag ja dann für den einen oder anderen, der halt eben auch eine abweichende Meinung hat, irgendwie wichtig sein, dass das irgendwie dokumentiert wird. Dass vielleicht auch Verbesserungsvorschläge tatsächlich dokumentiert werden. Ich wollte jetzt aber noch wissen, jetzt hatte ich hier gesehen auch, dass Joachim wohl dann in der Vorstandssitzung gesagt hat, dass er mit dem Freitagsmumble nicht sehr glücklich ist. Damit, mit der Protokollierung kann ich jetzt wenig anfangen. Ich nehme eigentlich oder entnehme eigentlich daraus, dass wir dieses Freitagsmumble, das Antragsmumble, eigentlich ausweiten sollten. Ich halte das für einen erfolgsversprechenden Weg. Ich habe jetzt nur da gerade die Gefahr oder die Befürchtung so ein bisschen rausgelesen, dass ihr in der Vorstandssitzung eher darüber diskutiert habt, dass es irgendwie nicht so gut ist und lass uns das eher wieder abschaffen und in den Dienstag mit reinnehmen. Wenn dem nicht so ist, bin ich außerordentlich beruhigt. Aber wir sollten uns, glaube ich, Gedanken machen, dass wir dieses Freitagsmumble ausbauen, vielleicht sogar noch eine zusätzliche Mumble-Sitzung machen oder uns darüber unterhalten, dass die Anträge tatsächlich Freitag, das wird in deinem Interesse sein, korrekt vorliegen und über das gesprochen wird, was tatsächlich dann eingereicht wird. Okay, jetzt habe ich nicht genau gesehen, wer zuerst war. Moni und Frank, das ging, glaube ich, fast zeitgleich aus meinen Augenwinkeln. Ja, ich wollte nur kurz einwerfen, wenn das Antragsmumble ein wichtiger Punkt ist, dann sollten wir das für nächstes Mal auf die Tagesordnung nehmen und drüber reden. Jetzt war es, glaube ich, Bericht des Vorstands. Und ja, wenn das wichtig ist, dann können wir nächste Woche oder so dazu diskutieren. Ansonsten wollte ich nur noch mal sichergestellt haben, protokolliert, das wird doch aufgezeichnet, soweit ich weiß. Ne? Also ist ja Protokoll, also kann man das ja nachvollziehen. Okay. Wir haben auf der Tagung mit dem Landesvorstand ausführlich in meiner Gruppe darüber diskutiert. Michelle war dabei, über dieses Antragsmumble. Und es bestand der Wunsch tatsächlich, das beizubehalten, auf gar keinen Fall zu canceln, aber zu verbessern. Und ich würde dann darum bitten, das nicht hier in der Fraktionssitzung zu tun, sondern den Weg auch gemeinsam zu gehen und zu gucken, was wünschen die sich denn? Was ist denn da eigentlich gefragt, was wir da tun sollen? Und genau an der Stelle da weiterarbeiten. Das war auch der Plan, dass wir mittelfristig gucken, wie wir das so gestalten können, dass da mehr Leute mitreden können und tatsächlich mitarbeiten können. Entschuldigung. Okay, gibt es sonst noch Fragen in dem Zusammenhang? Dann wären wir bei Top 3, das sind die erledigten Umlaufbeschlüsse. Da gab es kurz zwischen den Tagen auf die Schnelle die Geschichte mit Warhol. Wir werden darüber ja später noch etwas ausführlicher sprechen. Und dann hätten wir
Top 4. Den Zwischenbericht, wir haben das mal kombiniert, die Flüchtlingsdebatte und die Nachschauen und den runden Tisch von gestern und die Sondersitzung. Jetzt ist Joachim gerade noch nicht, also er musste gerade leider kurz den Raum verlassen. Deswegen wollte ich Frank an der Stelle als Antragsteller, als Mitantragsteller dann gerne den Raum geben, Frank. Ja, also Antragsteller, ich wollte halt mal grundsätzlich erzählen, was wir so machen, weil ich hatte ein bisschen auch den Eindruck, dass das, also zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Flüchtlingspolitik, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass das gar nicht so bekannt ist und jetzt durch die Bilder aus Burbach Ende September ist das Thema ja, ich sag mal, in die breiteste Öffentlichkeit katapultiert worden. Und ja, gerade 10 Tage vor dem Termin, also Entschuldigung, Termin, vor Ereignis, Katastrophe, wie auch immer, hatten wir eine Sitzung im Innenausschuss, wo mir fast der Kragen geplatzt ist aus diversen Gründen, weil wir nämlich schon so lange an dem Thema dran sind und sich die Landesregierung da immer einen schlanken Fuß gemacht hat und die Probleme wegignoriert hat. Und jetzt wollte ich dann halt mal erzählen, was wir so gemacht haben. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen kurz hin. 10.19 Uhr werde ich mir merken. Eine halbe Stunde hatte ich in der Beantragung haben wollen. Ich werde aber nur die Hälfte der Zeit maximal, glaube ich, brauchen. Also nicht erst seit September diesen Jahres, sondern eigentlich seit 2 Jahren, nämlich seit September 2012, ist die Unterbringung Flüchtlinge oder überhaupt Behandlung der Flüchtlinge hier in Nordrhein-Westfalen Thema bei uns. Damals haben Hilfsorganisationen Kontakt zu uns gesucht, um hier einen Ansprechpartner zu finden im Landtag. Das ist für die natürlich immer wichtig auf der Oppositionsseite, weil die Regierung, auch wenn sie sich vorher schon lange um Flüchtlingspolitik gekümmert hat, die Grünen möchte ich da hier ansprechen, sind natürlich in der Regierung etwas schwerfälliger, leider, obwohl sie ja eigentlich dann Dinge bewegen könnten. Aber das passiert ja meistens nicht. Also waren wir dabei. Wir haben das natürlich aufgenommen, auch aus persönlichem Interesse. Und haben im Herbst 2012, wie gesagt, das erste Mal im Innenausschuss das Thema Landesaufnahme thematisiert. Ganz kurz zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Versorgung von Flüchtlingen ist eine Sache des Bundes. Bundesamt für Migration entscheidet, wer hier in Deutschland Asyl bekommt und wer nicht. Die handeln das Ganze organisatorisch, was die Antragstellung angeht. Aber es sind ja Menschen, die müssen irgendwo hin. Das ist aufgeteilt auf die Bundesländer. Nach einem Schlüssel nach Nordrhein-Westfalen kommen 21% der Menschen, die in Deutschland Asyl suchen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Flüchtlingsaufnahmegesetz, das delegiert die letztendliche Unterbringung an die Kommunen. Vorher, wenn die ankommen, die 21%, werden erstmal vom Land versorgt. Da gibt es sogenannte Landesaufnahmen, wo die Registrierung erfolgt, ärztliche Untersuchung erfolgen sollte, erste Betreuung erfolgen sollte, ehe dann für das weitere Verfahren nach ungefähr 3 Monaten oder so, so ist der Plan, die Menschen in den Kommunen unterkommen. Herbst 2012, Winter, viele aus dem Balkan gekommen, aber Syrien, erste Auswirkungen schon. Da sind das erste Mal die Landesaufnahmestellen zusammengebrochen, weil viel zu wenig Kapazität da war. Die Menschen sind quasi ohne Registrierung teilweise in die Kommunen gekommen. Es war ein ewiges Hin- und Her-Transportieren. Die Leute hatten keine Beratung. Ganz schlimme Zustände da. Wie gesagt, die Hilfsorganisationen sind dann auf uns zugekommen. Wir haben das Thema hier reingetragen und seitdem betreut. Die Landesregierung hat damals versprochen, sie tut was. Hat einen Workshop eingerichtet, der im Mai 2013 stattgefunden hat. Marie hat da in Vertretung für mich daran teilgenommen, da wurden Punkte erarbeitet, die bis heute immer noch nicht umgesetzt sind. Ganz vorne dran immer wieder für ausreichende Betreuung zu sorgen und für ausreichende Plätze vor allen Dingen zu sorgen, weil die Flüchtlingszahlen steigen. Das ist seitdem immer wieder angemahnt worden.
Anfang letzten Jahres haben die Organisationen gesagt, sie brauchen, oder es werden 10.000 Plätze in der Landesaufnahme gebraucht. Wenn ihr von gestern die Infos gelesen habt, Nordrhein-Westfalen ist im Moment stolz darauf, inklusive Notunterkünfte 7.500 Plätze anbieten zu können. Da kann man sehen, wie groß der Skandal eigentlich ist und wie, wie weit halt die Landesregierung das wegignoriert hat. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, gehe mal kurz weiter, weil das ist so viel, was da gewesen ist. Dieser Bericht hier, genau, der Workshop, der zu einem Bericht führen sollte und zu einer Verbesserung der Situation, der sollte letzten Sommer dann erscheinen. Also sehr kurzfristig, weil es war ja halt die Notsituation angemahnt von den Flüchtlingshilfsorganisationen, Caritas und so weiter. Aber der Bericht ist nicht gekommen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben die Informationen, die wir hatten, die Forderungen der Verbände aufgenommen und haben einen Antrag erarbeitet, der da heißt: Unser Land braucht eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme hin zu einer humanen und dezentralen Unterbringung in ganz NRW. Der ist vom 8.10.2013, 17.10., also fast genau vor einem Jahr, ist er hier eingebracht worden im Plenum. Wer sich die Forderungen da durchliest, der wird feststellen, das ist ungefähr das, was Frau Kraft gestern zugesagt hat. Wir haben seit dem Antrag auch im Innenausschuss immer wieder über Berichte, also die Möglichkeiten, die wir halt da als Ausschussmitglieder haben, Berichte der Landesregierung eingefordert. Uns wurde immer wieder Dinge vorgelegt, die Perspektive ergeben, dass man sich anstrengt, dass man Plätze schafft, dass man neue Plätze schafft und neue Möglichkeiten für die Unterbringung, aber im Wissen behaupte ich jetzt mal, es ist immer zu wenig gewesen. Das zog sich bis zum Mai. Im Mai hatten wir die Anhörung zu dem Antrag. Genau, ich muss jetzt mal gucken, wo wir waren. Also wir hatten auch bis zum Mai schon viele Besprechungen im Ausschuss. Im Mai gab es die Anhörung zu dem Antrag Neukonzeption Flüchtlingsaufnahme. Das hat sich deswegen so weit hingezogen, von Oktober bis Mai, weil der Innenausschuss damals schon viele andere Termine hatte und ich weiß nicht mehr den genauen Grund für die Verzögerung. Egal, es war auf jeden Fall lange hinter der eigentlichen normalen Beratungszeit. Aber die Landesregierung wusste, dass diese Anhörung schwierig wird für sie. Weil im Ergebnis war es dann nachher auch so, dass die geladenen Experten da ausnahmslos eigentlich die Forderung von uns nicht nur extrem begrüßt haben, weitere Vorschläge gemacht haben und die bisherige Arbeit der Regierung in Grund und Boden verdammt haben. Sie haben aber versucht, mit dem Projektbericht, der nicht letzten Sommer erschienen ist, sondern just zwei Tage vor der Anhörung, praktisch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, hey, wir tun doch was, ist ihnen aber nicht gelungen, weil der Bericht auch nur Kritik geerntet hat. Und ja, okay. So, wir hatten also unsere Anhörung und dann ist natürlich von Seiten der Landesregierung wieder nichts passiert. Das heißt, die Flüchtlingssituation Syrien hat sich weiter verstärkt und dann kam der September, wo wir mit einem weiteren Bericht wieder gesagt bekommen haben, es ist alles in Ordnung. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass in dem Bericht große Passagen, zum Beispiel ein runder Tisch, der uns versprochen wurde, aber nicht stattgefunden hat,
In dem Bericht der Landesregierung zum Ausschuss am 18. September wurden ganze Passagen aus einem Bericht vom März reinkopiert. Also sprich, keine Entwicklung, nichts passiert, nichts getan. Und dann haben wir fortlaufende Berichterstattung beantragt für die nächsten Sitzungen, dass bei jeder Sitzung halt genau gesagt wird, was passiert jetzt, was macht die Regierung, werden jetzt neue Plätze geschaffen, ja oder nein. Ich weiß noch genau, dass der Vorsitzende sich zum Minister rübergebeugt hat und gesagt hat, ja, das machen wir, aber nur, wenn was passiert. Ja, und 2 Wochen, 10 Tage später hatten wir dann Abu Ghraib in Burbach. So, insofern, die nächste Sitzung danach ist jetzt am Donnerstag. Ich gehe mal davon aus, dass wir einen Bericht kriegen und ich hoffe, dass der anständig ist. Wir haben natürlich dann nach den Bildern, das war Sonntag, 15 Uhr, ich weiß es noch genau, Freedom Not Fear in Brüssel. Nein, ich rede jetzt vom 28. September. Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Bis Mitternacht hatten wir den Antrag für die Aktuelle Stunde. Am nächsten Morgen hatten wir den Eilantrag. Also ich muss hier nochmal an der Stelle sagen, großes Lob an Marie. Wir haben online zusammengearbeitet, ohne die hätte es das nicht gegeben. Jetzt in der Rückschau, ich meine, ihr wisst, dass wir einige Diskussionen zu der Aktuellen Stunde hatten. Mir war klar, die musste sein. Vor allen Dingen der Eilantrag musste auch dazu sein. Da können wir dann nochmal an anderer Stelle oder gleich, keine Ahnung, auch dazu sprechen. Es hat viel Kritik gegeben, warum wir denn 2 Sachen machen. Ich finde, das war unbedingt notwendig, weil die Aktuelle Stunde war dazu da, das Thema zu besprechen öffentlich, was dringend notwendig war. Und der Eilantrag war dazu da, einen Flock einzusetzen, eine Forderung festzuzurren. Ihr habt gemerkt, die CDU hat dem auch zugestimmt, was wir da beantragt haben. Und ich fand das sehr, sehr wichtig. Die FDP hat sich enthalten. Ich glaube, die haben es ja nicht hingekriegt. Also irgendwie so an die Sache zu denken, das war mehr Reflex eigentlich, glaube ich, nicht zuzustimmen. Der Eilantrag, wenn man sich den genau anguckt, würde ich mal sagen, dass er die Basis für den 8-Punkte-Plan war, den der Minister Jäger einen Tag später vorgelegt hat. Also ich glaube, dass er sehr inspirierend war für dieses Ding. Aber die Aktuelle Stunde selbst, weiß ich nicht, wie wir die inhaltlich diskutieren. Wir haben am Abend vorher, Joachim und ich, viel geredet, taktiert, überlegt, was passiert wie, was passiert wann. Ja, doch. Klar, wir hatten überlegt verschiedene Szenarien, hatten eigentlich das Richtige im Kopf, wie wir es machen, nämlich die fachliche Sache zuerst und dann der Aufschlag, hatten wir gesagt abends. Das wurde aber leider morgens in der Sitzung umgekippt. Finde ich nach wie vor keine Glanzleistung. Insofern, weil es gab einige Stimmen, auch aus der Fraktion, die sagten, da muss jetzt unbedingt der Vorsitzende hin und geht gar nicht anders. Also ohne jetzt in der Sache irgendwie richtig drin zu stecken, fand ich nicht gut. Es ist jetzt so gelaufen, es ist einfach so gelaufen. Für mich war ein bisschen die Luft raus am Ende. Ich weiß nicht, wie das noch präsent ist. Bevor ich dann dran kam, war ja nochmal Minister und Ministerpräsident und jeder wollte sich nochmal zu Wort melden. Ich durfte dann halt am Ende nochmal das eigentlich Wichtige sagen. Das war die Aufmerksamkeit bei den anderen, war aber raus, weil die haben sich wieder nur gegenseitig die Vorwürfe gemacht, wie das halt bei den großen Fraktionen immer so dann abläuft. Dann nach der Sitzung, nach der Aktuellen Stunde,
Auch übrigens ein Skandal, dass das Ganze am Donnerstag war und nicht am Mittwoch. Ist dadurch ausgelöst worden, dass der Minister die Unterrichtung, auch eine taktische Geschichte, natürlich für den Donnerstag beantragt hat und nicht für den Mittwoch. Ja, er hat in der Sitzung, hieß es noch, ja, der Landtag hätte das ja für Mittwoch ansetzen können, die hätte er nicht, weil die Unterrichtung halt für Donnerstag angemeldet war. Also taktisches Spielchen überall. Dann war während des Wochenendes irgendwo klar, das kann so nicht einfach jetzt weiterlaufen. Deswegen habe ich am Montag dann in Absprache mit Dirk die Sondersitzung für den Innenausschuss beantragt. Das hat, was hat das? Nee, das hat nicht. Also haben wir beantragt, im Wissen, sitzungsfreie Zeit. Wir brauchen ein Viertel des Ausschusses, der dafür stimmt. Wir haben dann halt mit Unterstützung von Grumpy die Kollegen von der CDU gefragt. Die haben ein paar Tage gebraucht, aber dann sich am Mittwoch auch entschlossen, einen Antrag zu stellen. Sie haben einen eigenen Antrag gemacht, wie auch immer. Wir haben die Sondersitzung hat halt stattgefunden letzte Woche. Die Sondersitzung ist eine eigene Geschichte, kann man eine eigene Sitzung zu machen. Die mediale Begleitung von unserer Seite dazu ist auch eine eigene Sitzung, hätte besser laufen müssen. Aber ja, sie hat stattgefunden. Und dann die Fortsetzung oder die Übernahme des Themas von der Landesmutter Hannelore Kraft gestern Abend. Das wäre jetzt dann vielleicht der Part von Joachim, wo er ein bisschen erzählt, was da so abgelaufen ist. Ja, willst du? Okay. Ja. Ich sage gleich noch was zu Strategie und weiterer Beratung. Also wir haben uns im Vorfeld dieser Runde gestern zu dritt nochmal eingehend besprochen. Frank, Lara und ich bin nochmal detailliert gebrieft worden. Alles dazugehörige Papier kam auf den Tisch, wurde gelesen. Und dann fand gestern Abend diese Runde statt. Mit relativ großem Medienauflauf, muss man vorher sagen. Der Einzug der Honoratioren in den Sitzungssaal wurde von Kamera begleitet, bis Frau Kraft dann bat, dass die Presse den Raum verlässt. Das war ein 3-Stunden-Meeting mit einer relativ straffen, seitens der Landesregierung vorbereiteten Tagesordnung. Es waren Frau Kraft und 4 Minister anwesend, Guntram Schneider, Ralf Jäger natürlich, Barbara Steffens, Silvia Löhrmann und die Ministerpräsidentin selber. Es waren bis auf Christian Lindner alle Fraktionschefs anwesend, wobei ich in einem Punkt ein bisschen unglücklich war. Herr Stamp hatte mir nachher gesagt noch, dass er das nicht so okay fand, aber der Rainer Priggen hatte Frau Düker mitgebracht. Das heißt, demnächst, Frank, werden wir solche Termine zu zweit wahrnehmen, mindestens. Das ist eine Sache gewesen, also es hat so ein bisschen bei mir Irritationen gegeben. Die Begründung war dann, Frau Düker sei ja im Thema viel besser drin als Herr Priggen selber. Ich denke, ich habe das trotzdem ganz gut abfedern können. Es ist in erster Linie ein Termin des Zuhörens gewesen. Und zwar des Zuhörens gegenüber den NGOs, die beteiligt sind, und zweitens der kommunalen Spitzenverbände und der sogenannten, das Wording wurde sogar nachher noch kritisiert, der sogenannten Betreiber der Flüchtlingsunterbringungseinrichtungen. Frau Kraft hat im Rahmen dieses Meetings ja sehr geschickt Ideen eingesammelt, das Ganze eingebunden und im Grunde genommen ist zur Sache der Landesregierung gemacht, wie du gerade schon geschildert hast. Herr Laschet hat mir nachher noch gesagt, Herr Rüttgers hätte nicht anders gehandelt. Bei dem Thema kann man auch, glaube ich, gar nicht anders handeln, weil Flüchtlingspolitik eigentlich eine Konsensangelegenheit sein sollte. Dementsprechend habe ich mich nachher in der Pressekonferenz auch geäußert.
weil eben ein wesentlicher Teil unserer Forderungen jetzt aufgegriffen wurde, wie beispielsweise die Forderung nach einem runden Tisch auf dieser Ebene, wie die Forderung einer, ich sag mal, Beschwerdestelle, wobei die Landesregierung sich auf die Piratenunionsforderung nach einem Flüchtlingsbeauftragten, nach einem Obmann, der in der Staatskanzlei angesiedelt ist, nicht anschließen wollte, sondern auf ein dezentrales Beschwerdemanagement setzt. Es wurde auch angesprochen, das Vertrauensdefizit gegenüber der eingesetzten und jetzt vergrößerten Taskforce. Man möchte in Zukunft Begehungen immer in Begleitung von NGOs machen, was ich für einen Fortschritt halte in dem Zusammenhang. Und dann wurde natürlich auch das Thema Geld angesprochen. Und da hat sie in einem Fall eine kleinere und im anderen Fall eine sehr große Zusage gemacht. Ich kann die Zahlen nochmal benennen. Für den Bereich der Verfahrensberatung beträgt der Etat im Haushalt bis jetzt 3,5 Millionen Euro. Dieser soll verdoppelt werden im nächsten Haushalt. Und bei den Erstattungsansprüchen, die sich im Haushalt bislang auf 143 Millionen Euro pro Jahr belaufen, sollen 25% hinzukommen, also roundabout 40 Millionen Euro, und zwar 14.000 Euro pro Flüchtling, auch bezogen auf den höheren zu erwartenden Wert von 10.000 Flüchtlingen, was man im nächsten Jahr aufstocken will. Wir haben die 7,5 aber noch gar nicht ganz erreicht. Im Großen und Ganzen war das eine sehr konstruktive Runde, das wurde von allen betont. Wir wurden dann nachher von Frau Ministerpräsidentin umarmt und quasi eingeladen, an der Pressekonferenz teilzunehmen, damit man diesen, ich sag mal, Schulterschluss auch medientechnisch nach außen kommuniziert. Frau Ministerpräsidentin hat die mit uns vorher abgestimmten Ergebnisse der Runde nochmal der Presse gegenüber kommuniziert. Dann gab es ein kurzes Statement von Frau Löhrmann. Danach waren die kommunalen Spitzenverbände dran, die Kirchen vertreten durch Herrn Weckelmann und ein Vertreter der Verbände. Und dann durften Laschet, Dr. Stamp und ich noch unseren Teil dazu beitragen. Herr Laschet hat nochmal deutlich auf den 15-Punkte-Plan der Union verwiesen. Ich habe dann im Nachgang gesagt, von den 15 Punkten der Union entsprechen gefühlt etwa 12 den Piratenpositionen. Wir hätten das auch schon gefordert, unter anderem diesen runden Tisch auf dieser Ebene. Flüchtlingspolitik sei im Grunde genommen etwas, das auf Konsens ausgerichtet sein sollte. Von daher seien die Vereinbarungen, die wir da gestern getroffen haben, zunächst zu begrüßen. Das war im Wesentlichen mein Statement. Ich denke, das findet sich auch in der Presse wieder. Also der Rest wird abzuwarten sein. Im ersten Fall denke ich, oder auf den ersten Glimpse, auf den ersten Blick hin, denke ich, dass das gestern eine vernünftige Veranstaltung gewesen ist. Okay, danke. Ich sage mal Jein, weil ich sagte, die Frau Kraft hat versucht und hat es auch geschafft, im Moment das halt so zu vereinnahmen, ihre schützenden Hände drüber zu halten. Also ich fand eigentlich vom Ergebnis Konsens prinzipiell ja, es geht, das ist Thema Flüchtlingsunterbringung und Behandlung, sollte nicht zur Parteienauseinandersetzung genutzt werden. Ich fand aber die Pressemitteilung extrem zu positiv, muss ich mal sagen. Und ich weiß jetzt nicht, falls das als Vorabinformation gemeint war. Ich habe 2 Mails gekriegt im Abstand von 6 Minuten. Eine Reaktion, da mich irgendwie einzubringen, also Vorschlag für die PM, eine Reaktion mich einzubringen, hatte ich da irgendwie nicht so. Ich fand es zu positiv, weil das, was die Landesregierung gesagt hat, ist letztlich nichts Neues. Ich habe eben, als ich so von der Anhörung, die ich beschrieben habe zu unserem Antrag bis zum September, da hatte ich irgendwie eine Lücke, weil ich wusste, dass ich eigentlich hier durch die Blätter durchgehen wollte. Ich wollte nämlich noch sagen, dass vor der Innenausschusssitzung im September uns schon mal der Kragen geplatzt ist, weswegen wir nämlich für das Septemberplenum neue Anträge gemacht haben. Ihr erinnert euch vielleicht an die Zeltstätte-Debatte, das hier Zeltstätte in Duisburg und so weiter. Da haben wir einen Antrag gemacht, keine Zeltstätte in Nordrhein-Westfalen, Unterbringung in Zelten, Schulen, Turnhallen verhindern. Teil dieses Antrags ist es, ein Treffen mit den kommunalen Spitzenverbänden in NRW, den Wohlfahrtsverbänden, dem Flüchtlingsrat sowie kommunalen Flüchtlingsvertretern zu organisieren. Das ist das, was die Frau Kraft gestern gemacht hat. Und in dem Antrag ist ebenfalls drin, Vorschläge zu unterbreiten,
wie die Kommunen mit der Versorgung medizinisch besonders zu betreuende Asylbewerber entlastet werden können. Das ist das, was die Landesregierung gestern vorgeschlagen hat. Das dazu. Also kreativ sind sie nicht. Die Begehung der Unterbringung in Begleitung von NGO muss sicherlich sehr, sehr vorsichtig von denen gehandhabt werden, weil sonst werden sie leicht vereinnahmt, dass man sagen kann, sie waren ja dabei und habt ihr doch gesehen. Und das hat immer eine Kehrseite, klar. Und auch das, der Punkt, was du gerade gesagt hast, die Verfahrensberatung, da werden die, der bisherige Haushaltsansatz wird verdoppelt. Das ist bei doppelten Flüchtlingszahlen eigentlich keine Frage, dass es ein unbedingtes Muss ist. So, insofern hinkt die Landesregierung auf jeden Fall hinterher, immer noch. Und ja, das Thema ist aber auch, ist ja mit dem Gipfel, in Anführungsstrichen, gestern nicht zu Ende. Es wird am Donnerstag in Bonn, Bund, einen Gipfel, ja, das war mal, das war schon länger her, Berlin jetzt, Bund Berlin, Nee, das war es nicht. Irgendwo war da, ich weiß auch nicht. Ich habe heute Morgen was von Bonn gehört, glaube ich. Egal. Also, am Donnerstag wird in Berlin geredet. Ich denke, dass da ein paar ganz schlimme Vorschläge kommen, zum Beispiel, was hier schon auf dem Tisch liegt, diese Änderung der Bauordnung, dass befristet bauen, ganz spannende Geschichte, befristet renovieren, nämlich die Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern in Gewerbegebieten soll da befristet genehmigt werden. Das heißt, man möchte gerne, Frau Hendricks hat das mal gesagt im Interview, weil die Gewerbegebiete ja schon für das Hinstellen von Containern geeignet sind, kann man das ja ganz toll machen. Und das ist allerdings im Moment noch verboten, weil in Gewerbegebieten darf man nicht wohnen, aber das soll halt mit dieser Änderung möglich gemacht werden. Ich gehe davon aus, dass das am Donnerstag besprochen wird in Berlin, unter anderem. Das muss dann natürlich von uns auch wieder aufgegriffen werden und kritisiert werden. Da bin ich aber schon mit Oliver im Gespräch, dass da ein Auge drauf geworfen wird. Grundsätzlich hoffe ich, dass ihr, da komme ich gleich dazu, aber da komme ich jetzt zu, ein Auge drauf habt, was bei euch in den Wahlkreisen so los ist, was sich da tut, wenn da Auffälligkeiten, Besonderheiten sind, dass ihr das hier mitteilt, dass wir darüber sprechen, dass wir das aufgreifen können, weil wir haben weiteres Vorgehen für die nächste Sitzung noch zwei neue Anträge in Vorbereitung, aber da kommen wir gleich, haben wir noch einen extra Punkt. Der Antrag Neukonzeption von vor einem Jahr, vom Oktober, der ist in der Anhörung gewesen, der ist aber noch nicht hier fertig beraten. Obwohl er quasi alles das hat, oder was die Landesregierung jetzt auch will. Ich bin gespannt, wie er dann hier abgestimmt wird. Wir haben werden ihn im November im Ausschuss haben. Im November wird sowieso von heute an in 4 Wochen, bitte auch zum Vormerken, wird das Thema Flüchtlinge nochmal ein großes Thema sein, weil bis dahin sind die aktuellen, kleinen Anfragen zur Situation Urbach und so weiter, die ich gestellt habe, die sind dann beantwortet. Und wir haben im Integrationsausschuss und im Innenausschuss verschiedene Anträge zum Thema Flüchtlingsunterbringung in der Beratung und in der Abstimmung. Unter anderem, wie gesagt, diesen großen Antrag Neukonzeption. Und das auch ein Hinweis an Presse und sonstige Strategen, in 4 Wochen sich dieses Themas nochmal besonders zu widmen. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Im Haushalt werden wir das natürlich auch noch unterbringen. Keine Frage. Innenausschuss am Donnerstag ebenfalls. Anhörung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz. Neuer Bericht im Ausschuss, wie schon angekündigt. Ich habe mir am Wochenende jetzt Unterbringungseinrichtungen im Kreis Lippe angeguckt. An der Stelle, falls jemand zukommt, vielen Dank an die Piraten da oben, die mich da unterstützt haben, durch die Gegend gefahren haben. Da gibt es einige, ich sage mal, richtige Skandale, die ich aber auch am Donnerstag in der Sitzung zur Sprache bringen werde. Ja,
Ich hoffe, ihr habt irgendwie ein Bild bekommen, was wir so machen, wie lange wir das schon machen, wie intensiv wir das schon machen. Gibt es Rückfragen, Verständnisfragen, irgendwas? Ja, die gibt es bereits. Ich hatte jetzt schon aufgenommen, Moni, Toso, Daniel. Oh, dann muss aber nicht. Dann habe ich da was missinterpretiert, dann nehme ich noch den Olli. Mir fällt auch gerade ein, am Donnerstag ist eine Anhörung im Landtag, auch im Bereich Familie, Kinder, Jugend, auch mit dem zum Themenbereich Flüchtlinge, nur so als Hinweis. Toso! Danke, Grumpy. Danke erstmal, Frank, für die tolle Arbeit, die ihr da leistet und den Bericht. Nee, das meine ich auch wirklich einfach so. Wir haben ja im Vorfeld auch viele Gespräche so gehabt, und da, wo es ja vielfach dran leidet, ist, wenn ich beispielsweise in meinem Bereich gucke und schaue, wie sieht das aus mit den Wohnungen für Menschen, die von SGB-II-Leistungen leben müssen. Da gibt es sehr genaue Standards, wie groß die sein dürfen und solche Dinge. Diese Standards, die gibt es jetzt bei der Flüchtlingsunterkunft, soweit ich weiß, nicht. Gibt es auch immer noch nicht. Da ist nicht festgelegt, wie viel Quadratmeter so ein Mensch alleine haben muss, um menschenwürdig leben zu können. Da ist nicht festgelegt, wie kalt, wie warm die Unterbringung sein muss. Da ist nicht festgelegt, wie, wann, wo, was zu essen gibt, ob er sich selbst versorgen kann. Solche Dinge sind da alle nicht festgelegt, jedenfalls nicht nachprüfbar nach Kriterien. Also so wie ich das in Erinnerung habe, ist jede JVA an der Stelle ja besser mit Kriterien ausgerüstet als die Unterbringung von Flüchtlingen. Ich habe eine in Erinnerung zu haben, dass ihr sowas auch genau fordert. Da fände ich ganz gut, wenn du das auch nochmal eben erläutern könntest, wie das da eingebracht worden ist. Und von Joachim hätte ich ganz gerne gewusst, war das gestern auch Thema? Weil da habe ich nichts mehr von gehört. Ich meine, es ist schön, wenn sich Kollege Laschet hinstellt und TÜV fordert, wir dann als TÜV-Beamten irgendwem vom Gewerbeamt dahin schicken und dem überhaupt keine Kriterien an der Hand geben, wonach er prüfen soll. So funktioniert halt kein TÜV. Na? Danke. Nein, Standards ist der Kern des Antrags Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme. Wobei wir nicht so, ich sage jetzt mal, vermessen waren, zu sagen, dass wir brauchen so und so viel Quadratmeter. Das ist was, wo sich die Hilfsorganisationen mit beschäftigt haben und wo sich die Landesregierung mit beschäftigen muss, da das richtige Maß zu finden. Es muss eine menschenwürdige Unterbringung sein. Das ist kein Standard. Nein, natürlich ist das ein Standard. Es darf nicht schimmelig sein, wie in Mönchengladbach zum Beispiel. Ja, das ist solche Sachen. Es müssen sanitäre Anlagen müssen da vorhanden sein. Sowas, das ist teilweise jetzt nicht gewährleistet. Das ist teilweise nicht so. Ich habe Schulen gesehen, umgewidmete Schulen, wo halt im offenen Klassenzimmer einfach 9 Betten an der Wand sind, wo 90 Leute in der gesamten Schule untergebracht sind mit 2 Duschen und 2 Toiletten. Und zwar einfach, egal welche Religion, Frauen, Männer, 2 Toiletten und 2 Duschen. Das geht so nicht. Ist aber hier in Deutschland gemacht worden und wird gemacht. Also menschenwürdig heißt an der Stelle, also kann man schon beschreiben. Wie gesagt, das machen die Organisationen, die sich darum kümmern. Das ist ganz viel Rote Kreuz, Caritas und so weiter. Ist Bestand, also das, dass wir das fordern, ist Bestandteil unseres Antrags. Was ebenfalls, was für die Flüchtlinge ganz, ganz wichtig ist, ist die Beratung. Und da sind die großen auch die großen Probleme, das sind ja Menschen, die kommen hier hin mit Kriegserfahrung, mit allem Möglichen, meistens oft wochenlange Flucht, und Mittelmeer ist ganz viel dabei, habe ich jetzt am Wochenende auch gesprochen. Die müssen hier Kontakte haben, die müssen erstmal Leute haben, die erklären, wie es irgendwie vorwärts geht, was hier mit ihnen passiert. Die brauchen medizinische Hilfe, die brauchen die psychologische Hilfe, ganz, ganz wichtig. Kinder sind ganz viele dabei. Also durch das Nicht-Behandeln und Nicht-Aufnehmen der Probleme, da entstehen noch in der Zukunft ganz viele, gerade bei den Kindern,
denke ich mal, große Probleme. Die Standards, die sind teilweise vorgeschrieben. Wir laufen in einer Zeit rein, wir haben EU-Gesetzgebung, wir haben ja EU-Vorgaben, die hier umgesetzt werden müssen. Nächstes Jahr, es gibt eine Aufnahmerichtlinie und eine Verfahrensrichtlinie, wie mit Flüchtlingen umzugehen ist. Die sind auf EU-Ebene beschlossen. Der Bundesrepublik hat bis Juli nächsten Jahres die Pflicht, das in Gesetze umzusetzen, und zwar sowohl im Bund wie auf Landesebene. Es ist bisher auf keiner Ebene irgendwas in Bearbeitung. Das sind noch 9 Monate bis Juli nächsten Jahres. Danach gibt es dann wahrscheinlich, Strafzahlung oder sowas, wenn ein Verfahren, wenn das nicht umgesetzt wird, kommen wir eigentlich drauf. Wenn, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es Verfahrensvorgaben und das ist ein Skandal, dass das nicht gemacht wird. Ja, seine Frage bezogen, Thorsten, die Standards waren gestern Thema. Den Aufschlag dazu haben die NGOs gemacht, auch mit Hinweis auf die EU-Gesetzeslage. Von der Politik wurde auf das Geld verwiesen und dann gab es so ein bisschen Nickeligkeiten und Diskussionen über die genaue Verwendung. Frau Kraft hat allerdings in der internen Runde und nachher auch vor der Presse einleitend einen ganz entscheidenden Satz gesagt, der Bindungsqualitäten besitzt. Und zwar hat sie gesagt, wir müssen in Zukunft die Flüchtlingspolitik aus dem Blickwinkel der Flüchtlinge, von den Bedarfen der Flüchtlinge her definieren. Und darauf wird man sie festnageln können. Was die Einhaltung von Standards angeht, auch Schimmel in einer Einrichtung ist Thema gewesen, setzt Herr Jäger offensichtlich auf die dezentrale Beschwerdestelle, was das Melden angeht. Wobei die große Frage war, wer denn derjenige ist, der hinter der Tür sitzt, bei dem man sich dann beschwert, weil das auch schon mal psychologische Barrieren geben kann. Es gab weiter Diskussionen zum Thema Vielsprachigkeit, interkulturelle Konfliktkompetenz und so weiter und diese Dinge. Die Landesregierung hat dann immer auf mehr Investitionen, auch im sozialpflegerischen Bereich, verwiesen. Es wurde auch darüber nachgedacht, sogar Ausbildungsgänge, wo man vielleicht ehemalige Migranten mit anwerben kann, einbinden kann, zum Thema Sozialpfleger-Migration, ob man dort einen eigenen Fachbegriff in der Ausbildung definiert, wurde nochmal darüber gesprochen. Und zwar aufgrund des Hinweises von eines Vertreters der Kommunalen, der gesagt hat, der Markt in diesem Bereich sei durch die Inklusionsprojekte leergefischt. Also dort gibt es offensichtlich, zumindest sehen die Kommunalen das oder meinen das zu sehen, ein Personalproblem. Die Landesregierung hat letztlich auf die Mehrinvestitionen verwiesen. Das ist dazu zu sagen, die aber eigentlich bei den gehobenen Bedarfen, wobei ich dazu sagen muss, die 14.000, die 40%, die 25%, die jetzt draufkommen sollen, 40 Millionen, auf einen Stock von 10.000 Flüchtlingen in NRW gerechnet sind und nicht auf den wir heute haben. Das ist auch nochmal explizit gesagt worden. Ansonsten, ne, dass nicht alles von heute auf morgen durch so einen runden Tisch geklärt ist, ist auch klar. Aber es sind genügend Aussagen seitens der Landesregierung getätigt worden. Ich habe da auch in der Pressekonferenz nochmal darauf hingewiesen, dass sie in Zukunft diesen Gestaltungsprozess kritisch begleiten werden. Und ich habe sogar gewagt zu sagen, aus dem Blickwinkel der Flüchtlinge die Politik machen, das entspricht einem Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik. Und das werden wir uns genau angucken. Ja. Gut, dann habe ich als nächstes, vielleicht können wir jetzt ein bisschen auf die Zeit achten, den Daniel, den Olli und den Olaf. Daniel, bitte. Ja, vielen Dank. Danke, Frank, nicht nur für das, was du jetzt vorgetragen hast, sondern tatsächlich, so wie Toso ja vorhin auch schon gesagt hat, für die Arbeit, die ihr da in den zweieinhalb Jahren bislang hier gemacht habt. Und ich finde, halt schade, dass ich sag mal, der Output, der jetzt in der Öffentlichkeit irgendwo entsteht oder entstanden ist, der entspricht ja in keiner Weise, ich sag mal, euren Anstrengungen, die wir hier bislang oder die ihr hier bislang im Landtag irgendwo vorgenommen habt. Das finde ich für euch, für uns halt tatsächlich einfach mal so richtig
schade bis scheiße sozusagen. Eine Frage habe ich. Ich glaube, Kai war es, der auf der Mailingliste mal angeregt hatte, ich sag mal nochmal so eine Art zusammenfassenden Blogpost vielleicht zu veröffentlichen. Man könnte jetzt sagen, dass es zu spät sei. Das sehe ich allerdings nicht so, weil das Thema nach wie vor irgendwie aktuell ist. Du hattest, glaube ich, auch darauf geantwortet und mit Hashtags, glaube ich, auf verschiedene Blogartikel, die schon auf unserem Blog irgendwo existieren. Ich finde den Wunsch oder die Idee, die Kai hatte, nach wie vor aber eigentlich interessant, um nochmal irgendwo in komprimierter Form irgendwo aufzeigen zu können. Passt auf, das sind unsere Aktivitäten, die wir hier als Piratenfraktion bislang gemacht haben. Also tatsächlich ohne viel Blabla drumherum, sondern einfach nochmal eine kurze Auflistung, was jedem Einzelnen von uns vielleicht auch helfen kann, wenn wir jetzt in unseren Wahlkreisen nochmal aktiv sind. Dass wir da einfach auch nochmal aufzeigen können, hier, wir tun da eine ganze Menge schon im Landtag, wir brauchen jetzt noch weiter auch Kontakt eben zu den kommunalen Einrichtungen und so weiter. Und mir persönlich wird auf jeden Fall dann so eine Zusammenfassung im Blog irgendwie nochmal helfen. Bitte? Ja, dann sprechen wir über unterschiedliche Dinge. Also das, was ich mir vorstelle, gibt es nicht bislang. Zu diesem Gipfel gestern, ja, haben wir ja auch schon so ein bisschen was im Vorfeld auch auf der Mailingliste im Prinzip zu diskutiert. Ich bin der Meinung, dass wir da durchaus, also ohne Joachim da irgendwie angreifen zu wollen, Frank hätten hinschicken können als Fachpolitiker in dem Moment. Ich halte das auch für so eine Runde tatsächlich sinnvoller. Ich glaube auch nicht, dass die Ministerpräsidentin was dagegen hat, sich mit Menschen zu unterhalten, die in dem Themenbereich arbeiten und ja, irgendwo sinnvoll Dinge sagen können. So finde ich es ein bisschen unglücklich. Ne? Jetzt ist dann gestern so ein Flüchtlingsgipfel. Da sitzen dann 5 Vertreter der Landesregierung, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Also die Ministerpräsidentin, die schleppt noch 4 Minister mit. Ja? Dazu kommen dann noch Vertreter der regierungstragenden Fraktionen, wo du jetzt gerade gesagt hast, also Chapeau, Rainer Priggen. Ja? Muss ich ja schon irgendwie den Hut vorziehen, dass der dann einfach mal sagt, na, ich nehme mal die Monika Düker mit, ne? Weil die sich hier irgendwie besser auskennt als ich. Finde ich schon irgendwie großartig. Also das hat Eier, muss ich irgendwie gestehen. Also finde ich irgendwie gut. So, und dann sitzt halt Kollege Römer wahrscheinlich noch mit dabei. Das heißt, irgendwie 8 Vertreter der Landesregierung und der Fraktionen gegenüber von 3 Vertretern dann irgendwie aus der Opposition. Ich finde dann auch so die Verhältnisse irgendwie relativ blöd. Und dann ist natürlich auch ganz klar, dass die Ministerpräsidentin das schafft, wofür dieser Gipfel einberufen ist. Nämlich das Thema für sich im Prinzip wieder zu okkupieren, zu sagen, überall zu zeigen, Mutti kümmert sich. Ja, die Landesregierung handelt. Wir kommen hier mit der halben Regierungsbank kommen wir hier an und das Flüchtlingsthema ist uns halt eben so wichtig. Das sind alles auch so wirklich einfach so optische Zeichen, die dann eben irgendwo gesetzt werden. Ich weiß nicht genau, wie wir dagegen irgendwie agieren können, aber ich bin eben überzeugt davon, dass wir uns irgendwie darüber unterhalten müssen. Also wir können das ja nicht einfach so laufen lassen. Oder bin ich da der Einzige, der denkt, dass das dann gut ist, wenn wir uns dem einfach so hingeben? Ich hoffe nicht. Ich habe selber kein Rezept irgendwie in der Tasche, aber ich möchte, dass wir die Diskussion irgendwie weiterführen und irgendwie vorankommen. Ansonsten nochmal halt, wie gesagt, die Bitte mit dem Blogbeitrag, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, ob sowas irgendwie möglich ist. Können wir dann vielleicht erst sammeln jetzt, denn wir haben schon fast die Stunde voll zu dem Thema. Und wir haben ja auch noch viele andere Punkte auf der Tagesordnung und auch noch 4 weitere Fragesteller an der Stelle. Wenn da niemand was gegen hat, dann würde ich jetzt nämlich den Oliver Bayer als Nächsten dran nehmen.
Ja, danke schön. Ich will gar nicht so viel auf die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit eingehen, aber ich finde es tatsächlich wichtig, dass wir dazu auch in der Fraktionssitzung kurz Stellung beziehen. Natürlich war das Symbolpolitik, Landesregierung handelt und natürlich verkauft die Landesregierung damit Dinge, die sie eh vorhat oder Dinge, die sie jetzt irgendwie tun muss, als besonders toll und fasst dort diverse Aktionen zusammen. Das kann sie gut und das hat sie auch an anderer Stelle gezeigt, dass das da funktioniert, Dinge, die eh da sind, irgendwie so marketingtechnisch zu bündeln und durch gemeinsames Auftreten oder durch, wenn Sie etwas mehr Zeit vor der Vorbereitung haben, schönen gemeinsamen Slogan oder sowas zu verknüpfen und so zu tun, als hätten Sie was Neues gemacht, obwohl Sie eigentlich gar nichts Neues verkaufen oder sogar nur irgendwas ankündigen, was dann nie umgesetzt wird. Das haben wir so oft gesehen und das müssen wir auch, glaube ich, benennen und diese Sorge müssen wir auch einfach äußern, weil einfach nur glauben, dass die das dann auch machen, haben wir, glaube ich, am Anfang gemacht. Das kann man uns auch nicht übel nehmen. Wir wollen ja erstmal mit im Grunde ein bisschen Vorschuss, sind wir hier reingegangen an die Landesregierung. Einige von uns haben auch Frau Kraft gewählt, weil sie davon ausging, dass die Bevölkerung Frau Kraft gerne als Ministerpräsidentin haben möchte. Aber wir haben gemerkt, dass die das eben so machen und dann, glaube ich, tun wir nichts Populistisches an der Stelle, wenn wir das anzweifeln. Insgesamt haben wir ja auch gelernt, Aufmerksamkeit und Output sind nicht immer gleich mit guter Arbeit. Weder bei der Landesregierung noch bei uns, wenn wir gute Arbeit machen, machen wir gute Arbeit. Und gute Arbeit war hier gemacht worden und war auch besonders wichtig an der Stelle für die Sache. Und manchmal kann man daraus Aufmerksamkeit und Output ziehen, wenn man das gut macht, und manchmal nicht. Und manchmal ist das auch irgendwie unabhängig voneinander. Das ist halt so. Gut aufbereitete Zusammenfassungen finde ich wichtig, finde ich für uns alle wichtig, nicht nur an der Stelle, nicht nur für die Flüchtlingspolitik, sondern fasse ich mir auch an meine eigene Nase, habe ich mir auch vielfach vorgenommen und auch jetzt schon geplant, vielmehr auf wirkliche, echte Zusammenfassungen unserer Arbeit, aber auch der aktuellen Lage oder, sag ich mal, aktuellen Stand, aktuellen Sachen zu setzen, also in Infrastruktur zu erklären, wie das denn überhaupt mit Regionalisierung und echten Flechtungsmittelzweckbindungsgesetzen und sowas ist. Und genauso trifft das auch auf andere Bereiche zu. Ich denke, das gilt für uns alle, dass wir unsere Sachen besser aufbereiten müssen, am besten nicht nur in einem Blogpost mal irgendwie was darstellen, sondern das irgendwie so schön aufbereiten, dass es andere gerne zu Stammtisch-Vorträgen oder sonst was mitnehmen, nach dem Motto, guck mal, die Piraten haben hier mal schön zusammengestellt, wie es gerade aussieht. Hier, das ist deren Übersicht von 2014. Da steht zwar auch drin, was die Piraten Tolles gemacht haben, aber guck dir an, die haben hier auch hier die Punkte erwähnt und sonst was. Ich weiß, ich nehme von anderen Organisationen sowas gern mal mit zur Diskussion und warum sollen wir nicht auch sowas anbieten, wo wir doch hier Ressourcen haben und auch entsprechend arbeiten und eigentlich nur noch dann am Ende diese Aufbereitung machen müssten. Wir machen hier eine Querschnittsarbeit bei Flüchtlingspolitik. Ich glaube, das ist auch mir persönlich am Anfang noch nicht ganz klar gewesen, dass wir hier mehrere Abgeordnete haben, die damit drin hängen und ich auch, zum Beispiel bei den Gewerbegebieten. Kurz dazu, weil es eben tatsächlich in der nächsten Zeit bestimmt nochmal Thema auch in der Presse ist und bestimmt aufpoppt. Diese Gewerbegebietssache hat man schon öfter versucht und in Gewerbegebieten sind ausnahmsweise, ich fasse das jetzt ganz grob zusammen, ist ein bisschen komplizierter, aber ganz grob zusammengefasst, in Gewerbegebieten sind ausnahmsweise soziale Einrichtungen erlaubt. Das heißt, Kirchen oder auch mal irgendwie ein Kindergarten, wenn das ein Betriebskindergarten ist und so weiter. Also in Gewerbegebieten sind ausnahmsweise soziale Einrichtungen erlaubt, weil soziale Einrichtungen normalerweise natürlich dort sein müssen, wo die Wohnfunktion existiert, also wo gewohnt wird. Flüchtlingsunterkunft aber ist ja eine Sache mit Wohnfunktion, das heißt, das ist keine soziale Einrichtung, die ausnahmsweise aus einem Wohngebiet entfernt wird und woanders ist und die Leute müssen erst zu der sozialen Einrichtung hinfahren. Nein, es ist umgekehrt.
es existiert dann in einem Gewerbegebiet eine Wohnfunktion und alle andere Infrastruktur ist nicht dort. Und gerade bei Flüchtlingen, die ja nun mal kein Auto haben oder jeden Tag sowieso zur Arbeit einmal quer durch die Stadt fahren, ist es also ein Unding, gerade Flüchtlinge in ein Gewerbegebiet zu setzen. Wenn da irgendwie jemand, ein Abgeordneter mit einer hohen Diät, gerne in einem Gewerbegebiet wohnen will, von mir aus, aber ausgerechnet Flüchtlinge dorthin zu setzen, wo man an anderer Stelle merkt, Flüchtlingswohnheime, die etwas zu abgelegen sind, dass man da sowieso dieses Infrastrukturproblem hat, wo manche Kommunen auch so intelligent sind, sich zu sagen, ein Flüchtlingswohnheim ohne ÖPNV-Anbindung und sonst was geht nicht, und wo Karlsruhe sogar kostenloses ÖPNV-Ticket für Flüchtlinge anbietet, damit die Flüchtlinge sich integrieren können, ist, ich sage das nur für die Diskussion um dieses Thema, ist natürlich ein Unding, gerade in Gewerbegebieten, auch wenn es ausnahmsweise ist und weil da ein schönes Verlagshaus in Köln steht oder sonst was, das ausnahmsweise zu machen, also das geht nicht, um es jetzt mal kurz abzufassen. Und auch an vielen anderen Stellen, auch bei der aktuellen Diskussion, merkt man, dass dieses von Bedarf der Flüchtlinge her zu denken noch nicht angekommen ist. Auch bei der aktuellen Diskussion nicht, auch bei der Sache mit dem TÜV nicht. Ein TÜV ist kein Systemwechsel, ein TÜV ist ein Service für die Verantwortlichen und nicht für die Flüchtlinge, die sich dann je nach TÜV-Siegel aussuchen können, in welches Flüchtlingsheim sie gehen und so weiter. Gut, in Sachen der Zeit breche ich jetzt ab. Aber es war mir wichtig, genau das, weil es in der Diskussion sicherlich noch kommt mit dem TÜV und den Gewerbegebieten, den Leuten, die dann vielleicht auch vor der Kamera was sagen, das hier zu erzählen. Vielen Dank, Oliver. Bei der Gelegenheit weise ich nur ganz kurz darauf hin, dass für eine Aktualisierung der Inhalte aus den einzelnen Ressorts, die wir ja schon vor Wochen auch über die Pressestelle angefragt hatten, was du ja gerade auch vorgeschlagen hast, sich leider erst ein einziges Ressort zurückgemeldet hatte. Ich meinte Zusammenfassung thematisch. Zusammenfassung nicht, thematisch, ja, auch das. Nicht die Beschreibung, was wir im Ausschuss Schönes tun. Nee, das ist was anderes. Kann man ja auch dahingehend erweitern. Dann hätte ich jetzt den Olaf. Ist ja gut. Ich hatte jetzt einmal gar nicht mal eine Kritik an dich, Arbeit gut und so. Ich hatte aber jetzt auch gerade wirklich nur einmal das Wort Kinder vernommen. Und da geht es eigentlich auch schon wieder los. Zwar ist das Wort Kinderrechte von den von der Wohlfahrtspflege jetzt auf die Tagesordnung gesetzt worden und da ist ja auch gestern was zu gemacht worden. Ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, Frau Schäfer hat nicht an dem Treffen gestern teilgenommen. Nein, die war nicht dabei. Die war nicht dabei, alles klar. Da kommen wir nämlich genau zu einer Sache von wegen Standards und so. Du sprachst gerade von Menschenwürde und da wahrscheinlich von Menschenrechten in dem Zusammenhang. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, es gibt Kinderrechte. Das Asylleistungsgesetz widerspricht diesen Kinderrechten und dem Asylleistungsrecht, weil es konkreter ist und die Kinderrechte allgemeiner gehalten sind, gilt das konkretere Gesetz. Ich habe mich da jetzt wirklich schlau gemacht, weil das gilt juristisch auf der gleichen Ebene. Das heißt, selbst die Standards der Kinderrechte werden von dem deutschen Gesetz gebrochen. Kann man ganz klar sagen, es ist das Asylleistungsgesetz, was dieses bricht. Wenn ich mich an die Regeln des Asylleistungsgesetzes halte, kann ich mich nicht an die Kinderrechtskonventionen halten. Eins von beiden muss ich verletzen. Geht nicht anders. Und es wird immer wieder, es ist dagegen geklagt worden, es sind immer wieder die Kinderrechtskonventionen, die dann zurückstehen müssen, obwohl sie eben vertraglichen Charakter haben. Ich würde deswegen gerne auch, deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal angesprochen, da vielleicht die Zusammenarbeit die Zusammenarbeit in diesem Punkt anregen. Ich hatte zwar diese Sache Kinder und Flüchtlinge ein bisschen die ganze Zeit auf dem Schirm, ich muss aber ehrlich sagen, keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht so während der aktuellen Diskussion damit verknüpft habe. Jetzt muss ich mal sagen, eben genau, weil es da wahrscheinlich nicht mal drin vorkam. Es kam ja über diese Skandalsache, kam das Ganze ja hoch, ist jetzt nicht optimal von mir gewesen, aber das vielleicht nur zur Erklärung, warum ich da jetzt gar nicht so schnell auf den Zug aufgesprungen bin, zumal ja die Sache mit den Kinderrechten die ganze Zeit schon läuft. Also die Freie Wohlfahrtspflege ist ja schon vor über einem halben Jahr an den Landtag herangetreten und hat gesagt, hier stimmt was nicht.
Und da würde ich einfach genau sagen, dass wir da vielleicht mal gucken, weil das ist, wäre auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir dort nochmal vielleicht ein bisschen mehr Gewicht im Gegensatz zu den anderen, also jetzt nicht ausgenommen nur um die Kinderrechtsfrage bei Flüchtlingen kümmern, aber dass wir da mehr Gewicht drauf legen, was auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal zu den anderen Fraktionen ist. Also entweder ziehen sie dann nach und dann tut es was Gutes für die Kinder, dann wird was, vielleicht was Positives geschehen, oder sie ziehen nicht nach, dann ist es ein Alleinstellungsmerkmal noch mal von uns, dass wir uns auch nochmal intensiver um Kinder bzw. um Jugendliche in der Problematik beschäftigen. Jetzt hat er aber einen direkten Einwand. Nur damit es rund wird, das ist die Anhörung, von der Grumpy vorhin auch sprach, die nächsten Donnerstag ist, ne? Die nicht mit dem Innenausschuss übrigens zusammen ist, sondern nur mit dem Integrationsausschuss. Deswegen, aber wir sind ja da im Austausch. Okay, das war es eigentlich, was ich noch sagen wollte, beziehungsweise das war auch sehr wahrscheinlich das Einzige, was du vorhin kurz gesagt hast, was überhaupt zu Kindern gesagt worden ist auf dem, oder da wäre noch das, was... Nein, es ist eine Menge mehr zu Kindern gesagt worden. Doch, ja, okay. So, an dieser Stelle würde ich dann... Moment bitte, weil eigentlich hatte ich gesagt, dass wir in Anbetracht der Zeit jetzt noch die, ja, Fragen haben viele, die Schlussworte von Frank und Joachim zu dem, vielleicht gerade kurz, weil ich mich an Herr Düngel, danke, dass wir da in der Hinsicht jetzt bei den Schlussworten vielleicht auch noch ein bisschen unsere Kritik auch formulieren können und an der Geschichte. Okay, Dietmar, was möchtest du denn jetzt noch fragen? Ganz kurz. Vielleicht kann die Frage in das Schlusswort oder in die Schlussworte mit einbezogen werden. Was den gestrigen Gipfel angeht und diesen Segen, den die Landesregierung jetzt verteilen möchte, sprich in 2015 40 Millionen für die Kommunen, was mit den Aufnahmeeinrichtungen im Land? Was ist mit den Aufnahmeeinrichtungen? Denn die werden von den 40 Millionen nicht berührt. Ganz eindeutig nicht, denn die 40 Millionen sollen ja für die Kommunen sein. Okay. Ganz kurz, wie ihr möchtet, Frank oder Joachim, bitteschön. Möglichst knapp. Allein diese letzten beiden Sachen, das war jetzt schon wieder ein Zeichen dafür, wie komplex das Ganze ist. Also 40 Millionen für Kommunen, gibt keine Zusammenlegung zwischen Land und Kommunen. Also was im Land, gibt zwei verschiedene Strukturen, die zusammengelegt werden sollen. Also der Einwurf, den du gebracht hast, der ist im Prinzip korrekt. Landesaufnahme ist ein Thema wieder am Donnerstag im Innenausschuss. Der Zustand, die Situation, und das bleibt auch da ein Thema, bis da wirklich signifikante Verbesserungen sind, die es im Moment nicht gibt, die aber dringend notwendig sind. Insofern, wie gesagt, der Versuch gestern war sicherlich da, das Thema irgendwo in Anführungsstrichen zu beenden. Das wird auch eine wichtige Sache sein, wie wir mit den, was die Medien jetzt daraus machen. Wir müssen versuchen, das weiter in den Medien zu halten, weil oft ist es ja so, wenn die oberste Person, ich wollte jetzt nicht sagen Frau in der Regierung, die oberste Person in der Regierung halt die Sache an sich genommen hat, dann ist erstmal gut. Ja, das darf halt nicht, damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wir müssen weiter drauf gucken, was konkret gemacht wird. Und ein extra großer Punkt ist sicherlich in 4 Wochen halt, wenn die Beratungen unserer Anträge im Ausschuss sind. Und mal gucken, was bis dahin noch passiert. Und Herr Jäger, denke ich mal, ist auch noch nicht aus der Verantwortung raus, was Burbach angeht, die 8 Punkte und so weiter. Da muss man auch ein Auge drauf haben, das reicht sicherlich nicht. Der Block nochmal zusammengefasst. Ja, mach mal eben Flüchtlingspolitik in 3 Sätzen und dann ist gut. Und mit jeder, Entschuldigung, ein bisschen überspitzt. Klickt mal einfach den Link, den ich geschickt habe, an oder tragt ins Suchfeld Flüchtlinge ein. Es sind sehr viele Sachen. Wir werden natürlich weiter noch Dinge schreiben. Es ist ein Kapazitätsproblem. Bitte? Ja, es ist ein Kapazitätsproblem. Oliver hat gerade ein bisschen in die Richtung gesprochen. Gute Inhalte und gute PR ist verdammt schwierig. Mehr Unterstützung ist sehr gewünscht, dann kann man beides noch besser machen. PR sage ich auch, aber da sind wir im Gespräch. Betreuung, da hätte ich schon noch Wünsche, da haben wir
Schwierigkeiten, auch was die, meine ich, was das Verständnis der Bedeutung des Themas angeht. Aber ich hoffe, dazu hat dann halt auch heute die Vorstellung hier ein bisschen beigetragen. Eigentlich, wo ich mich immer ein bisschen mit tröste, ist, wir als Piraten haben ja mal gesagt, wenn unsere Positionen umgesetzt sind, dann gehen wir nach Hause und gut ist. Insofern tröste ich mich damit, über 50% der Dinge, die gerade auf Regierungsebene und auch von der Opposition hier besprochen und vorgeschlagen und gefordert werden, ist aus unseren Papieren raus. Insofern Piraten wirken auf jeden Fall. Es geht weiter und wir müssen ein ganz scharfes Auge drauf haben und wie gesagt, Unterstützung von euch gerne gewünscht. Ich habe, was man tun kann in den Wahlkreisen, gestern auf die Mail von Ines ein paar Dinge geschrieben. Ich denke mal wirklich auch lokal vor Ort, das ist weniger Parteiarbeit, sondern tatsächliche Hilfe, die Kontakte zu den Hilfsorganisationen suchen, die gibt es Gott sei Dank überall und da mal hinzugehen und sich anzubieten, Dinge weiterzutragen, vielleicht auch deren Probleme wieder hier reinzutragen und so weiter, das bringt, glaube ich, sehr, sehr viel, wenn das halt jeder mal vor Ort tut. Dankeschön. Joachim, bitte. Ja, ganz kurz drei Sachen, auch im Nachgang zu dem längeren Beitrag, den Daniel Düngel vorhin gebracht hat. Ich erzähle euch mal was über Dialektik. Natürlich kann man das, was Frau Ministerpräsidentin mit diesem Gipfel getan hat, in irgendeiner Form als Reaktion oder schlecht finden und sagen, ja, guck mal, was kommt. Auf der anderen Seite aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, sie hatte gar keine andere Möglichkeit, als diesen Gipfel einzuberufen. Das muss man auch mal sehen. Und ich glaube, das könnt ihr euch ein Stück weit auf eure, beziehungsweise wir als Fraktion auf unsere Fahnen schreiben, dass das so gekommen ist. Mir ist von drei NGOs gestern unabhängig voneinander gespiegelt worden, dass die Arbeit der Piraten in Sachen Flüchtlingspolitik, natürlich nicht vor der Presse, ist klar, ne? Dass die Fragen super gewesen sind, dass die organisierte Anhörung, dass das richtig klasse war und der vom Paritätischen hat gesagt, das ist eine super Performance von euch gewesen. Das habe ich vergessen, weil es so viel gestern war. Stichwort Jugendliche, 1600 unbetreute Jugendliche unter 18 Jahren. Ich habe dann selber aus dem Bauch raus, ich wusste nichts über irgendwelche Konzepte, dann noch konstruktiven Beitrag gebracht und gesagt, wir müssen mal über Patenschaften nachdenken, auch von solchen Leuten, Deutsch-Afrikanische Freundschaftsgesellschaft und so. Das soll aufgewertet werden. Die NGOs haben gesagt, sowas gibt es schon, also richtig spannend. Und letzter Punkt, Priggen. Das hatte eine Vorgeschichte. Ich sitze da, Rückenstück, Frau Düker kommt, können Sie ein Stück rücken, Frau Düker kommt noch. Ne? Wenn ich morgen eine Einladung kriege als Fraktionsvorsitzender zu einem Braunkohle-Krisengipfel, werde ich mit Ansage den Keim mitnehmen, aber ich werde da hingehen. Ich glaube, das ist die richtige Strategie für die Zukunft. Da hat er uns echt was vorgemacht und für mich war das gestern ein Lehrstück. Okay, vielen Dank, Joachim. Dann sind wir nach diesem... Denkst du an die Kinder, bitte, Frank? Ja, damit das nicht untergeht. Das ist natürlich auf jeden Fall auch ein Thema. Da hätte ich sehr gerne noch Input von dir, Olaf, dazu. Also zum einen gibt es halt die Anhörung uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge. Und es wird, was passiert im Moment, wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgegriffen werden, die werden vom Jugendamt in Obhut genommen. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwo in den Unterbringungen ohne Beratung und keiner weiß, was da los ist. Die werden vom Jugendamt aufgenommen. Allerdings haben da die Kommunen auch riesige Probleme, weil deren Kapazitäten völlig am Ende sind. Auch das. Gut. Dann vielen Dank für das Experiment dieser Berichterstattung. Es ist mit Sicherheit noch, also jetzt nicht inhaltlich meinte ich das jetzt nicht, sondern vom Ablauf her noch optimierbar. Wir haben noch viele andere Punkte auf der Tagesordnung. Somit verlassen wir Top 4 und kommen zu Top 5. Dies ist einfach nur ein Vorschlag und ein Hinweis, dass wir überlegen für die nächste Fraktionssitzung, welches Thema ihr dort angesprochen haben möchtet, wenn ihr es denn möchtet. Und von daher, dass ihr dies als Hinweis mitnehmt. Ich werde das auch noch mal rumschicken.
Dann kommen wir nämlich zu Top 6, den kommenden Anträgen. Mal gerade sortiert nach Eingang, kurz die Auflistung. Es sind die Bereiche Kultur von Lukas bzw. dem Kulturbereich, CETA, Iconal. Es wird wohl dran gearbeitet, wurde mir gestern in der Referentenrunde berichtet, Gemeinnützigkeit. Dann gibt es einen Bereich Maulkorb, da geht es wohl um die Äußerung eines Polizeipräsidenten in einer Stadt, genau das weiß ich da noch nicht. Und ich hatte sicherheitshalber schon mal einfach mal notiert, eventuell Schalke, ob da was kommt. Und jetzt hatte ich schon die erste Wortmeldung gesehen, das war Ingo. Ich sprenge nur sehr ungern die Tagesordnung, brauchte aber, man sieht es mir nach, 60 Sekunden gefühlt, um zu verstehen, dass wir jetzt gerade schon den Top gewechselt haben. Ich habe verschiedene in den Aussagen, in den einzelnen Wortbeiträgen zur Kenntnis genommen, dass man offensichtlich der Meinung ist, dass wir nicht geschafft haben, die Kommunikation entsprechend aufzubauen und unsere Inhalte zu transportieren. Da würde ich anbieten, dass alle Beteiligten sich da mal in Ruhe hinsetzen, mit Rücksicht auf das dann eventuell gesagte, nicht unbedingt vorlaufenden Stream, und wir das dann da halt eben dann mal analysieren und auch Ergebnisse festzurren, wie wir das Ganze optimieren können. Ingo, das müssen wir zu diesem Zeitpunkt gerne dann beim nächsten Mal, können wir das diskutieren. Ich hatte das mir hier auch schon notiert. Würde dann jetzt aber ganz gerne wieder zu unseren neuen Anträgen kommen. Und an der Stelle wollte ich einwerfen, da Daniel Schwert heute verhindert ist und entsprechend entschuldigt. Für die Anträge CETA und Iconal hat er PETS kommuniziert, bittet dort explizit um Änderungs- und Korrekturvorschläge, mögliche Weiterentwicklungen. Die sind wohl auch schon fleißig rumverteilt worden. Ich selber habe auch schon ein, zwei Sachen mit reingeschrieben. Dann wollte ich ganz gerne fragen, nochmal für den Bereich Kultur, der Warhol-Antrag. Lukas, gibt es da noch aktuelle Erkenntnisse, Ergänzungen? Okay, also der Warhol-Antrag und alles drumherum war auch Gegenstand der gestrigen Arbeitskreissitzung, wo wir dann in der großen Gruppe dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde knapp darüber gesprochen haben. Es sieht jetzt konkret aus zur weiteren Vorgehensweise so, dass wir eine aktuelle Viertelstunde zu diesem Thema im kommenden Kultur- und Medienausschuss beantragt haben. Das heißt, da wird es voraussichtlich eine Debatte dazu geben. Gleichzeitig ist auf der Landesebene sind wieder neue Bedenken aufgetaucht, nämlich europavergaberechtliche Bedenken. Denn wenn ein ausländisches Auktionshaus einen Auftrag bekommt mit diesem geschätzten Volumen, dann müsste es eigentlich eine Ausschreibung zu diesem Thema geben, was natürlich da nicht beachtet worden ist, weil das Auktionshaus Christie's ist nämlich auf das Casino dazugekommen, hat gesagt, ey, ihr habt da was, das würden wir gerne für euch besteigern. Da hat sich jetzt also ein europäischer oder ein deutscher Konkurrent dieses Auktionshauses eingemischt. Insofern bietet das Thema doch schon einiges an Popcorn. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann im Ausschuss weiterentwickeln wird. Gestern gab es auch ein interessantes Ping-Pong-Spiel zu diesem Thema von oder mit den beiden Mitspielern Hannelore Kraft und Frau Ursula Grütters, nämlich der Kulturstaatsministerin auf Bundesebene. Diese hat nämlich gesagt, dass sie da kein Verständnis hätte, wenn eben nationales Kulturgut halt so veräußert werden würde. Daraufhin sagte Frau Hannelore Kraft, diese Gemälde seien nicht nationales schützenswertes Kulturgut. Nach einer kurzen Recherche unsererseits haben wir herausgefunden, dass Frau Grütters selbst, also die es bemängelt hat, wiederum in der Lage dazu wäre, diesen beiden Werke zum nationalen Kulturgut zu ernennen.
Insofern schauen wir mal, was da passiert. Wir haben einige interessante Fragen für den Ausschuss an die Landesregierung. Und ja, ich bin gespannt. Das ganze Thema kann man vielleicht jetzt schon so als Zwischenstand geben, ist medial sehr gut aufgenommen worden. Ich sag mal, wir haben so damit die Filterblase verlassen. Das war in der Printausgabe der FAZ unter anderem und vielen anderen DPA-Meldungen und anderen Artikeln. Es gab, glaube ich, drei Anfragen von Medien, also Audio-Video-Medien, Fernsehen. Zwei Interviews hat der Grumpy dankenswerterweise gemacht. Eins steht noch aus. Ja, das so als Zwischenstand zu den Aktivitäten von uns. Das Thema spielt kommunalpolitisch in Aachen auch eine Rolle. Dort gibt es einen sachkundigen Bürger der Aachener Piraten im Rat, der da so ein bisschen eine andere Meinung hat. Da sind wir aber dran, ein Treffen zu initiieren, um halt auch darüber zu diskutieren, wie wir uns als Piraten da auch zukünftig zu solchen Sachen äußern können. Vielen Dank. Moni. Ja, mal abgesehen davon, dass ich das mit dieser Ausschreibung für absoluten Blödsinn halte, in dem Zusammenhang, glaube ich, dass das Thema ja relativ viele bewegt, wenn ich das mal so auf Twitter oder so verfolge. Es ist ja eine Resonanz da. Jetzt hattest du gesagt, du triffst dich mit den Aachenern. Wir hatten ja, sage ich mal, auch auf dieser Tagung darüber gesprochen, wie wir gerade bei solchen Themen, die vielleicht auch so ein bisschen kontrovers diskutiert werden, wie wir das handeln können. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man vielleicht im Laufe dieser Woche noch eine Stunde oder so vielleicht auch eine Mammelsitzung machen könnte, wo man darüber aufklärt und alle, die möchten, daran teilnehmen können. Das war eigentlich der Anspruch, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass jetzt endlich was passiert, dass mehr Leute mitmachen können. Und gerade bei so einem Thema, wo es halt nicht so einheitlich ist von der Meinung, fände ich das eigentlich eine gute Sache. Ist eine gute Idee. Werde ich aufnehmen. Diese oder nächste Woche. Vielleicht auch nochmal, also ich habe jetzt gerade nochmal über dieses Vergaberecht nachgedacht, vielleicht da auch nochmal mit Leuten drüber, hier, ne, Dietmar guckt nämlich auch schon so ganz skeptisch, also dass man sowas dann tatsächlich auch nochmal recherchiert und nicht irgendwo in eine Falle läuft, weil man irgendwas aufnimmt, ohne dass man genau weiß, was da nun passiert. Okay. Gibt es zu den anderen Anträgen bereits Fragen, weil ansonsten würden die dann entsprechend beim Freitagsmumble, je nachdem, wie sie halt aufschlagen. Daniel, bitte. Ja, eigentlich nur eine Anregung. Ich fände es toll, wenn wir diese politischen Themen mehr dann auch auf unserer öffentlichen Mailingliste diskutieren würden. Ich glaube, alles das, was da jetzt aufgeführt ist, ist komplett über unsere internen Listen gegangen. Ich finde das schade. Persönliche Anmerkung dann in Richtung Paki, falls er zuhört. Wenn der das jetzt jedes Mal sagt, kostet mich das ein Bier. Also ich würde euch insgesamt... Also ja, der Paki ist dann voll. Das hilft uns ja nicht. Das kann sein. Nein, Spaß beiseite. Also ich fände tatsächlich schön, dass wenn wir diese Dinge... Also wenn wir hier schon was mit Politik dann machen, tatsächlich auch irgendwie öffentlich machen, vielleicht denken wir sogar bei der Gelegenheit dann mal darüber nach, unsere 20 Piraten-Mailingliste auch öffentlich beschreibbar zu machen, also was wir früher mal ganz so diskutiert haben. Aber wie auch immer, ich fänd's toll, wenn wir diese Diskussion irgendwie nachvollziehbar führen würden. Lukas? Ja, ich verweise auf die Initial-E-Mail von Ingo vom 16. Oktober, eine E-Mail-Liste nicht nur auf die 20 Piraten-Info, sondern auch die 20 Piraten. Andy Warhol heißt die. Da gab es also durchaus Diskussionen im öffentlichen Bereich. Die Zwischenergebnisse jetzt, das ist eine Frage der Nacharbeitung. Das ist natürlich eine Frage der Kapazitäten und klar, das muss man dann auch immer im Hinterkopf haben, aber das Ganze lief nicht ausschließlich, wie von dir dargestellt, über irgendwelche öffentlichen Listen, sondern dieser Thread hat 21 E-Mails. Ich wollte jetzt eigentlich weniger, also die Anregung, ja, sehr gerne, eine technische Diskussion sehe ich hier jetzt nicht
für angebracht. Es ging mir eigentlich eher um die politischen Aussagen oder Inhalte. Jetzt sehe ich hier, Hilmar, wolltest du? Achso. Nochmal ganz kurz der Hinweis, das sind sogenannte kommende Anträge für das kommende Plenum beziehungsweise für das kommende Antragsmambel für den Monat November. Der Monat Dezember, denke ich mal, wird mehr oder weniger komplett unter der großen Überschrift Haushalt stehen. Und somit sind wir am Ende von Top 6 und kommen zu Top 7. Jetzt würde ich ganz gerne um 11.33 Uhr eine Pause bis 11.45 Uhr machen. Bitte? 11.48 Uhr machen. Ihr gönnt mir das nicht, mit den geraden Zahlen zu arbeiten. Also dann machen wir jetzt eine Pause bis 11.48 Uhr. Vielen Dank. Und jetzt bei Top 7. Wir hatten am 3. Oktober eine Fraktionsklausur und da hatten wir ja ein Protokoll rumgeschickt. Da wollte ich nochmal fragen, gibt es von unserer Seite für die Vorschläge, die wir dort gesammelt haben, noch Rückfragen? Daniel, bitte. Ja, nur, wie geht's weiter? Wir haben ja von Seiten des Landesverbands ursprünglich angedacht, war ja das beim TDPA mit auf die Tagesordnung zu setzen. Der Bereich der 5 Kernpunkte dort mit Leben zu befüllen. Ich selber muss jetzt mal zusehen, wie die Rückmeldung vom Landesvorstand ist, damit wir da ein Konzept haben, dass wir auch dann gerade mit dem Bereich Kommunales für Frank und Toso wäre der Plan. Damit wir das dann halt ausgeweitet kriegen, die Probleme des Landesverbandes. Schauen wir mal, dass wir die umschifft kriegen. Gut. Weil dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Kommen wir dann zu Top 8. Termine diese Woche im Landtag einfach noch mal kurz reingeworfen, mehr so zur Kenntnisnahme. Es ist eine sehr volle Woche. Es gibt viele Anhörungen, es gibt viele Sitzungen. Spannende Sitzungen, wie wir ja auch von Frank und Joachim erfahren haben. Der Petitionsausschuss wird wieder seine Sprechstunde abhalten. Aber ich glaube, es ist leider nicht so viel Resonanz von der Seite der Bürger für das persönliche Gespräch dieses Mal vorhanden. Michelle nickt. Okay, er schüttelt den Kopf, was das Gleiche bedeutet, wie er sagt. Und dann haben wir die Verfassungskommission und da übergebe ich mal ganz kurz an Toso. Genau, diese Verfassungskommission stellt, also zumindest unserer Teil, den stellen wir heute in Gronau vor. Ne, Michel? Nein, es war Kreis Borken und es ist in Gronau heute Abend ab 18 Uhr. Danke an den Stefan Strestig von dieser Seite nochmal für die hervorragende Orga und natürlich an den Ingo, der jetzt leider gar nicht da ist. 18 bis 20 Uhr ist das Ganze terminiert. Wir freuen uns auf ganz viele Fragen und werden da die Arbeit der Verfassungskommission, die ja unter anderem so spannende Fragen beinhaltet wie Wahlalter zur nächsten Landtagswahl, 18 oder 16, beinhaltet, das werden wir alles mal vorstellen und uns da auch zur Diskussion stellen. Also es wird eine spannende Geschichte. Das wird auch aufgezeichnet. Der Stefan nimmt das per Video und Audio und so weiter auf. Wir hoffen, dass wir das dann hinterher vernünftig vielleicht mit Podlover oder sowas zur Verfügung stellen, dass man da auch kapitelweise klickern kann. Ich setze mich mal ganz kurz vorher selbst mit auf die Rednerliste. Olli, habe ich gesehen, denn ich habe selber die Frage, haben wir schon irgendeine Info, ob es mal eine Rückmeldung gab seitens der Landtagsverwaltung, weil der Landtag selber bietet ja die Möglichkeit an, sich aktiv zu beteiligen über die Homepage? Genau,
Diese Möglichkeit werden wir heute noch mal extra bewerben. Der Landtag hat ja von vornherein, oder wir alle als Landtag haben ja von vornherein da sehr viel Wert drauf gelegt, dass diese Verfassungskommission offen, transparent und mitmachbar arbeitet. Diese Verfassungskommission ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt jetzt noch mehr Streaming-Technik hier kriegen, weil diese Verfassungskommission grundsätzlich für Öffentlichkeit ausgelegt ist. Jede Sitzung und jede Anhörung der Verfassungskommission wird gestreamt. Von daher mit der coolen Kamera, mit dieser lustigen Domüberwachungskamera. Echt jetzt? Ja, wo einem schon mal schlecht werden kann, wenn die den Bildausschnitt wechselt. gleichwohl ist es eine richtig gute Geschichte und ich kann das nur empfehlen. Es ist halt an der Stelle der Prototyp eines Gremiums, wie wir uns den halt auch vorstellen. Wir werden da heute noch mal Werbung für machen, auch da sich einzubringen. Es haben schon viele Leute sich die Nase geputzt, Dinge zu uns geschrieben. Wir haben auch, glaube ich, von einem Menschen eine fast komplett neu geschriebene Verfassung mal einfach so bekommen, war relativ früh am Anfang. Und da sind richtig gute Sachen bei. Also schon interessant. Kann ich nur empfehlen, kann man noch alles nachlesen. Okay, Olli. Hallo, jemand zu dem Thema. Sonst, ich wollte nur an die Terminsache kurz anschließen. Mal so ein bisschen, nicht nur Partei, ein bisschen fraktionsintern auch. Mir wurde zwar versprochen, dass heute noch E-Mails zum Beispiel an alle Fraktionsmitarbeiter und Fraktionäre gehen, aber ich möchte schon hier allen, die es noch nicht wissen, auch im Stream erzählen, dass wir am Samstag ja die Landesgeschäftsstelle eröffnen und dass ab 16 Uhr, nur falls ihr es noch nicht im Kalender habt, ab 16 Uhr einen offiziellen Teil gibt. Alle, die hier sind, sind auch da geladen. Und ab 18 Uhr gibt es, ich nenne es jetzt einfach mal Freibier, in der Akademiestraße 3, direkt am alten Hafen in Düsseldorf. Man kann mittlerweile auch schon von außen sehen, dass die Piraten da sitzen. Da haben Marc und sein Team sehr gute Arbeit geleistet. Das sieht jetzt richtig toll aus. Und Kai und ich werden dort auch unser Wahlkreisbüro in der dritten Etage etablieren, sodass auch, dies betrifft jetzt die Fraktion also dann ein oder zwei, je nachdem wie man zählt, Wahlkreisbüros mehr vorzuweisen haben, die auch nicht irgendwie in einem Gewerbegebiet versteckt sind, wie so eine soziale Einrichtung, sondern die das auch sehr leicht zugänglich ist und wo wir sicherlich, weil wir im Landtag ja auch so wenig Räume haben, ab und zu auch Veranstaltungen, die leicht zugänglich sind, stattfinden lassen. Vielen Dank, Olli. Dann habe ich eigentlich zu dem Punkt, weil wir haben eigentlich noch einen Punkt jetzt ja mit draufgenommen gehabt, das ist der Wahlkampf in Hamburg, angemeldeterweise. Moni? Ich möchte einfach Gegenwerbung machen zu der Geschäftsstelleneröffnung. Am Samstag findet die große OER-Konferenz in Köln statt. Nochmal für alle, die daran Interesse haben, offene Lernmittel, das wird bestimmt ganz spannend. Und insofern ist das vielleicht auch ein interessanter Termin. Gibt es Freibier? Gibt es das auch? Daniel, Wahlkampf in Hamburg. Ja, danke. Freibier kann ich auch da nicht versprechen. Keine Ahnung. Ich hatte euch ja eine Mail vom Sascha weitergeleitet aus Hamburg, wo wir konkret gefragt werden, inwieweit wir uns in den Hamburg-Wahlkampf einbinden wollen. Der Wunsch danach besteht auf jeden Fall seitens der Hamburger. Dort ist geplant, ab nächste Woche, ab übernächste Woche, also ab Anfang November, im Prinzip in die Wahlkampfaktivitäten einzusteigen. Es ist geplant, regelmäßige Podiumsdiskussionen, Vortragsveranstaltungen und so weiter und so fort zu machen. Also es wird letzten Endes Hilfe an jeder Stelle gebraucht. Vom Plakatieren über Infostände und so weiter und so fort, aber halt eben auch ganz konkret
ganz konkrete Vorträge. Die Themen für solche Vorträge können letzten Endes wir vorgeben. Also wer irgendwie sagt, ich habe jetzt ein spannendes Ding eben aus meinem Fachbereich, ich nehme jetzt einfach mal Frank als Beispiel zum Thema Flüchtlinge, dann kann er eben zum Thema Flüchtlinge dort auch in Hamburg was referieren. Wobei wir uns dann natürlich immer mit den Hamburgern dann nochmal abstimmen sollten, inwieweit da oder wie dort die lokalen, regionalen Voraussetzungen etc. sind. Nicht, dass man dann möglicherweise ein Thema anschneidet, was da halt völlig uninteressant ist. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Beim Thema Flüchtlinge wird das auf gar keinen Fall so sein, weil ich auch da denke, dass die Situation ja nicht ähnlich ist, weil die Größenordnung eine andere ist, aber zumindest eben mindestens genauso spannend ist. Also wir brauchen ganz konkrete Zusagen von uns. Wir brauchen ein paar Menschen von uns, die einfach sagen, jo, mache ich. Ich stelle mir den und den Termin irgendwie vor. Den Kontakt habt ihr, ihr könnt direkt mit dem Sascha sprechen, ihr könnt das über mich machen, wir können das gesammelt machen, wie auch immer, ist mir völlig egal. Grumpy hatte ja auch schon eine Idee damit auf die Mailingliste geschmissen. Der einzige Haken an der ganzen Sache ist, es geht halt los. Ne? Wir müssen anfangen und nicht noch lange drüber nachdenken, was wir irgendwie tun. Auch so eine Diskussionsveranstaltung, Vortragsveranstaltung will ja auch ein bisschen vorbereitet werden, sonst sitzt er da alleine und erzählt drei Piraten irgendwas, das ist ja auch blöd. Ja. Vielen Dank, Daniel. Dann habe ich Frank. Ja, danke. Ich habe eine etwas ketzerische Nachfrage, weil ob du uns Abgeordnete als Parteimitglieder jetzt gerade ansprichst oder die Fraktion, weil eigentlich haben wir eine Fraktionssitzung hier. Ja. Nein, Toso. Bitte, ich kann dich mit auf die Liste setzen. Ich habe jetzt Olli, Danebot, Toso. Das ist natürlich relevant, was Frank sagt, wenn es darum geht, wenn wir zum Beispiel Fraktionsmitarbeiter mitnehmen wollen. Die können natürlich nicht. Ich habe es versucht letztes Wochenende, deshalb, das war schon zu sehr im Wahlkampf. Die können wir nicht sozusagen mitnehmen, wenn sie als Fraktionsleute mitnehmen. Das funktioniert nicht, also daran müssen wir denken. Ansonsten sind die in Hamburg, und jetzt sage ich was Doofes, tut mir leid, dass ich das im Stream sage, anders als in Bremen, sehr gut drauf und sehr, ja, auch in vielen Themen tief drin. Ich glaube, in Bremen sind einfach die Ressourcen nicht so groß. Ich würde mich auch auf Hamburg stark konzentrieren. Zumindest in meinen Fachbereichen auch kann man die wirklich sehr gut mit einbinden. Und was ich jetzt noch auf Fraktionssicht, außer dass wir natürlich persönlich aufgerufen sind, dort uns zu engagieren als wichtige Mitglieder der Partei, was ich aus Fraktionssicht anmerken möchte und euch fragen möchte, ist, ob wir als Piratenfraktion NRW uns dafür einsetzen wollen, einen Fraktionentreffen, was ja wohl gerade nicht so konkret geplant ist. Wir haben nur gesagt, wir wollen uns wieder mal treffen, vielleicht in Berlin irgendwie im November oder so. Ob wir uns als Fraktion NRW dafür einsetzen wollen, dass wir ein Fraktionentreffen dort in Hamburg machen, einfach im Januar, Februar oder so. Das sollte organisatorisch noch möglich sein. Klar, ich weiß, es ist jetzt nicht die größte, es ist ziemlich viel Aufwand und es ist nicht die größte Aufmerksamkeit, wenn sich die Fraktionen dort treffen. Aber wir wollen uns ja sowieso treffen. Das heißt, wir wollen ja sowieso zusammenkommen, ob im Saarland, in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen. Das können wir dann auch in Hamburg machen, nahezu in Schleswig-Holstein. Vielleicht ist die Idee nicht schlecht. Darüber hinaus sollte natürlich man noch mal extra nach Hamburg fahren. Vielen Dank, Creon. Dann habe ich den Danebot. Wir hatten das Thema in der Bundes-AG Energiepolitik schon mal auch im Mambel gehabt, mit angeschnitten, Hamburg zu unterstützen. Da gibt es auch, weil es da energiepolitisch einiges Interessantes gibt, für uns auch die guten Anknüpfungspunkte. Also ich werde das gerne tun, wenn wir da angefördert werden. Ich denke mal, Kai vielleicht auch. Und Ollis Idee finde ich auch gut, die er eben hier vorgebracht hat, nochmal früh im nächsten Jahr vielleicht so ein Fraktionentreffen tatsächlich dort zu veranstalten.
Bremen ist schwierig, aber ich bin auch bereit, wenn da eine Anforderung kommt und es einen thematischen Grund gibt, auch Bremen zu unterstützen. Persönlich hätte ich da jetzt kein Problem, aber ich sehe auch Hamburg erstmal als Schwerpunkt halt. Ja, das war's. Vielen Dank, Danebot. Jetzt habe ich noch die erklärende Sache von Toso. Also für mich im Hauptausschuss ist das extrem interessant, was in anderen Bundesländern gerade im Wahlkampf läuft. Und genauso ist es für mich sehr interessant, wie der Wahlkampf da gerade läuft, weil da haben wir schon das Wahlalter ab 16. Das ist für meine Arbeit hier extrem wichtig. Also an der Stelle ist das für mich als Fraktionsmensch hier extrem wichtig, diese Infos. Danke. Dann habe ich die Moni. Ja, schön, dass wir jetzt das alle erzählt haben, was wir alle machen wollen. Gibt es irgendwie einen Ansprechpartner, an den wir uns wenden können? Gibt es irgendjemand, der das koordiniert? Weil ansonsten habe ich nicht gehört. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, wer da das tatsächlich auch in Hamburg koordiniert, wen man da ansprechen kann? Habe ich dann leider nicht mitbekommen. Daniel, bitte. Also Ansprechpartner ist der Sascha Morlock, auch unter ModGamers gegebenenfalls bekannt. Der hatte zumindest den Kontakt zu mir gesucht. Ich kann gerne die ursprüngliche Mail nochmal weiterleiten, wobei da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie drinsteht. Ganz konkret geht es übrigens auch um die Anfrage, also ich habe ja vorhin gesagt, im November beginnt das Ganze. Am 3.11. soll eine erste Vortragsveranstaltung stattfinden. Es wäre toll, wenn die relativ kurzfristig sogar von uns jemand schon machen könnte. Also wenn da jetzt jemand sagt, ich hätte da gerade ganz aktuell was, dann immer los. Per Twitter kam übrigens gerade so eine Rückmeldung auch, dass das Thema Flüchtlinge in Hamburg sehr, sehr interessant sei. Also ja, ich fände es einfach schön, wenn wir da was machen können. Frank, zu deiner Frage. Wir sind angefragt worden als Abgeordnete halt eben des Landtags Nordrhein-Westfalen, um im Prinzip über unsere Arbeit zu berichten. Ich sag mal, in erster Linie geht es um die Abgeordneten. Ich glaube auch jetzt gar nicht unbedingt, dass da irgendwie Kosten oder sowas für Referenten oder so entstehen. Ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass sowieso jeder von uns irgendwie geplant hat, in Wahlkämpfen oder sowas zu helfen. Und ich glaube, das passt schon irgendwie. Moni. Ich fände das schön, wenn wir hier auch sowas wie einen Koordinator hätten, weil man sich vielleicht dann überall noch abstimmen kann, ob man zu dritt, zu viert mal da hochfährt. Sonst glaube ich, dann macht jeder so eine Einzelaktion, fragt maximal noch seinen Büronachbarn. Also ich fände es gut, wenn einer sich hier den Hut aufsetzen würde und sagen würde, ich koordiniere das so ein bisschen. Dass das nicht 100% möglich ist, ist klar. Aber dass man, wenn man Infos hat, dass man die halt nochmal an alle hier verschickt, dass wir so ein bisschen versuchen, das gemeinsam zu organisieren, fände ich eigentlich schön. Ich möchte jetzt auch gar keinen angucken. Ich schon. Ansonsten schlage ich vor, dass wir das gerne auch wenn es am 3.11. da schon losgeht, in der nächsten Vorstandssitzung mit auf die TU heben und das dann für die nächste Fraktionssitzung hier vorbereitet als kompletten Punkt dann mit reinnehmen. Außer jemand erklärt sich jetzt direkt freiwillig. Also ich habe den Wunsch ja reingetragen, natürlich mache ich das auch gerne. Das ist mir aber letzten Endes vollkommen egal. Mir ist wichtiger, dass da irgendwie was passiert. Und deswegen, Arschloch, deswegen an der Stelle auch nochmal konkret die Frage, ob jemand spontan für den 3.11. schon mal zusagen könnte. Also jetzt unabhängig weiterer Aktivitäten, 3.11. wäre schon mal ganz toll. Ja. Okay, ob wir das jetzt, ich selber kann hier gerade durch das Arbeiten in den Pads und im Phasitimer schlecht gerade nachgucken. Vielleicht kriegen wir das gleich am Anschluss an die Sitzung geklärt. Heute tagt im Übrigen auch der Petitionsausschuss, deswegen werden Dirk und Michelle auch heute sehr pünktlich, oder wahrscheinlich wie üblich und sinnvoll 20 Minuten vorher losstiefeln. Daniel, erstmal vielen Dank auch für die Erinnerung an die Thematik. Und wenn jetzt niemand mehr was hat, sind wir somit am Ende des heutigen öffentlichen Teils der Fraktionssitzung am 21.10.2014.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich habe noch aus der nebenbei gerade erfahren, dass heute schon wieder zum Glück in der Sache der Flüchtlingspolitik Interviews gegeben werden. Und das Presseteam ist dran und wir bleiben bei der Thematik auch dran, auch als Opposition. Und ich wünsche allen noch eine erfolgreiche Woche bei möglichst wenig Sturm. Tschüss.